Meine Damen und Herren, wir haben damit jetzt zu eröffnen Punkt 2 der heutigen Tagesordnung die Regierungserklärung der hessischen Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz betreffend von Hessen nach Paris und zurück. Klimaschutz geht uns alle etwas an. Dieses ist der Tagesordnungspunkt. Die vereinbarte Redezeit ist 20 Minuten, das ist richtig. Dann haben wir nur mitzuteilen, dass nach der Regierung die SPD-Fraktion spricht, dann die CDU-Fraktion, dann die Linke, dann die FDP, dann Bündnis 90 die Grünen. Zur Abgabe der Regierungserklärung hat das Wort Frau Staatsministerin Hinz. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Paris treffen sich Ende November 195 Staaten zur Weltklimakonferenz. Diese Zusammenkunft ist eine große Chance für einen weltweiten Klimaschutz, wenn es denn zu einer Einigung kommt, an die sich hinterher auch wirklich alle Staaten gebunden fühlen. Wir haben auch schon anderes erlebt, wie Sie wissen. Wir brauchen dringend ein neues globales Abkommen mit möglichst ambitionierten. Frau Ministerin, einen Augenblick bitte. Ich bitte, das Fotografieren ohne Genehmigung oben einzustellen. Denn wir brauchen dringend ein neues globales Abkommen mit möglichst ambitionierten, verbindlichen Klimaschutzzielen. Wenn Sie heute die Presselage verfolgt haben, es gab die Meldung, dass der Juni, der wärmste Monat, und das erste halbe Jahr das wärmste seit der Wetteraufzeichnung 1880 war, und zwar weltweit. Es gab eine globale Erwärmung um 0,88 Grad Celsius. Das ist nicht wenig. Das ist entschieden zu viel. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein neues, ehrgeiziges Klimaabkommen erreichen. Denn das wird den Rahmen für die zukünftige Klimapolitik der EU, für Deutschland und auch für Hessen bilden. Es kann uns den Rückenwind geben, um unsere notwendigen Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen und unsere Klimaziele zu erreichen. Denn auf die Länder kommt es auch an. Und für Hessen kann ich Ihnen versprechen, diese Landesregierung wird den Klimaschutz ambitioniert vorantreiben. Das Kabinett hat bereits beschlossen, bis 2050 die CO2-Emissionen in Hessen um mindestens 90% im Vergleich zu 1990 zu reduzieren und damit Klimaneutralität zu erreichen. Wir legen die Messlatte also hoch, denn die Zeit läuft uns allen international und regional davon, und die drohenden Schäden sind immens. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beim letztjährigen hessischen Klimaempfang war. Aber der Vortrag von Herrn Prof. Peter Höppe von der Münchner Rück war sehr eindrücklich. Er hat deutlich aufgezeigt, wie die Schäden durch Extremwetterereignisse in den letzten 30 Jahren rapide gestiegen sind. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung prognostiziert, dass alleine für Deutschland bis Ende des Jahrhunderts Schäden durch den Klimawandel von 3 Billionen Euro zu zeitigen sind. Stellen Sie sich vor, was das für unsere Volkswirtschaft und unseren Wohlstand bedeuten würde. Aber es geht nicht nur ums Geld. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird sich das Klima um mehr als 4 Grad erwärmen. Das hätte dramatische Folgen für die Natur und für uns Menschen. Weltweit jede sechste Art wäre vom Aussterben bedroht. Sie sehen, vor welcher Aufgabe wir stehen, welche Dimensionen das hat. Es geht tatsächlich ums Überleben. Deutschland spielt bei der Bewältigung dieser Herkulesaufgabe leider nicht immer eine sehr starke Rolle. Die Abgabe für Braunkohlekraftwerke wurde gerade gekippt. Die Alternativmaßnahmen, die beschlossen wurden,
werden das ursprüngliche Ziel nicht erreichen. Auf der EU-Ebene blockiert Deutschland regelmäßig einen ambitionierten Emissionshandel. Dabei könnten wir hier so viel mehr erreichen. Hessen hat sich zwar erfolgreich in der Umweltministerkonferenz für eine Reform des Emissionshandels eingesetzt. Ich finde es auch richtig, dass die Überführung von 900 Millionen CO2-Zertifikaten aus dem Backloading in eine Marktstabilitätsreserve erfolgt. Aber warum bitte müssen wir da bis zum Jahr 2019 warten? Warum geht das nicht im Jahr 2017, wie es Hessen gefordert hat? Da muss man konsequenter sein, auch in der EU, denn das gäbe tatsächlich einen Innovationsschub für die Wirtschaft. Auch der Bereich E-Mobilität wird vom Bund leider noch sehr stiefmütterlich behandelt. Hier brauchen wir einen Paradigmenwechsel, und mit Hessen wird das auch gelingen. Die Landesregierung hat sich erst in der letzten Sitzung im Bundesrat erfolgreich für eine steuerliche Förderung der E-Mobilität eingesetzt. Solche Anreize sind wichtig, denn der Verkehrsbereich gehört zu den Hauptverursachern von Treibhausgasen. Deshalb erwarten wir, dass der Bund jetzt mitzieht. Vielleicht hat diese Verweigerungs- und Blockadehaltung von Teilen der Politik und Unternehmen auch etwas damit zu tun, dass viele Menschen beim Klimaschutz immer erst einmal an Entbehrung und Verzicht denken. Dabei ist Klimaschutz kein Wachstumshemmnis, sondern eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Wenn man es richtig macht, kann man das Klima schützen und gleichzeitig die Wirtschaft und die Lebensqualität stärken. Ich möchte Ihnen diesen Ansatz, den die Landesregierung mit Nachdruck verfolgt, an fünf konkreten Beispielen verdeutlichen und aufzeigen, wie wir hier vorgehen wollen. Bei der energetischen Gebäudesanierung im Bereich erneuerbare Energien, bei unserem Klimaschutzplan, der jetzt erarbeitet wird, in den hessischen Kommunen und bei der Klimaanpassung im Städtebau. Und bleiben wir zunächst bei der Anpassungsstrategie, denn der Klimawandel findet ja bereits jetzt statt. Hier sehe ich vor allem die Städtebauförderung als den wichtigsten Hebel. Dort gibt es erhebliches Potenzial, eine Steigerung der Lebensqualität vor Ort mit Maßnahmen zum Klimaschutz oder zur Klimaanpassung zu verbinden. Wenn wir z.B. aus dem Programm Soziale Stadt einen Bolzplatz finanzieren, dann ist das nicht nur ein Beitrag zur Aufwertung des Stadtteils und zur Integration, denn, wie wir alle wissen, Fußball verbindet. Es ist auch ein Beitrag zur Klimaanpassung, denn entsiegelte Flächen nehmen Starkregen besser auf und schaffen Frischluftschneisen in der Stadt. Und wenn dabei der nächste WM-Sieger aus Hessen entdeckt wird, dann hat sich das Ganze doppelt gelohnt. Wir können also viel erreichen, wenn wir verschiedene Ziele miteinander verknüpfen. Und es gibt viele weitere Beispiele. Auch die energetische Sanierung von Kitas können und wollen wir mit der Städtebauförderung unterstützen. Das ist gut für die Kinder, gut für die Kommunen und gut für den Klimaschutz. Solche Maßnahmen werden wir zukünftig gezielt in den Mittelpunkt der Landesförderung stellen. Kommunen, die mehrere Ziele auf einmal angehen, die den Klimaschutz in ihre städtebaulichen Maßnahmen integrieren und dafür clevere Lösungen finden, sollen aus den Städtebauprogrammen künftig bevorzugt gefördert werden. Die Richtlinie dafür ist bereits auf den Weg gebracht. Sie sehen, wir reden nicht nur darüber, sondern wir packen es auch an. Überhaupt sehe ich bei der energetischen Gebäudesanierung großes Potenzial des Energiesparens. Und deshalb investieren wir hier nicht nur über den Städtebau. Hessen macht viel mehr.
Im letzten Jahr hat mein Kollege Tarek Al-Wazir für die energetische Gebäudesanierung Fördergelder von über 30 Millionen € bewilligt. Rund zwei Drittel der Fördergelder kamen kommunalen Liegenschaften wie Schulen, Sporthallen und Bibliotheken zugute. Das bringt nicht nur die öffentlichen Gebäude in Schuss, sondern die Kommunen sparen auch dauerhaft Energiekosten. Der Strom- und Wärmebedarf wurde durch die Maßnahmen um 50% gesenkt. Das freut nicht nur das Klima, sondern auch die angespannten kommunalen Haushalte. Und wir sorgen auch in anderen Bereichen dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger vom Klimaschutz ganz konkret profitieren. Beim Energiegipfel haben sich alle hier vertretenen Fraktionen für einen deutlichen Ausbau der Windenergie ausgesprochen. Die Hessische Landesregierung treibt dieses Ziel voran. 2% der Landesfläche werden wir zu Vorrangflächen für Windenergie ausweisen. Das ist für Hessen ein historischer Sprung nach vorne. Die Energiewende schützt nicht nur das Klima, sondern ist auch ein ökonomisch wichtiger Standortfaktor. Fast 300.000 Menschen arbeiten bundesweit inzwischen im Bereich erneuerbare Energien. Bis 2020 werden es über 400.000 sein. Und, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen ganz deutlich, wer in Hessen politisch gegen die Energiewende kämpft, kämpft auch gegen diese Arbeitsplätze und gegen die Kernaufgabe des Klimaschutzes. Aber es sind nicht nur die Beschäftigten, die unter anderem von der Windenergie leben. Auch die Kommunen profitieren, wenn auf ihrer Gemarkung Windräder auf Staatswaldflächen gebaut werden. Die Landesregierung verpachtet Flächen im Staatswald seit letztem Jahr bevorzugt an Unternehmen, die die Wertschöpfung vor Ort und die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger schaffen. Das ist sinnvoll für die lokale wirtschaftliche Situation. Und zudem beteiligen wir diese Kommunen künftig an Pachteinnahmen, stellen die entsprechenden Mittel direkt zur Verfügung und fördern damit z.B. kommunale Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs oder Quartierssanierung. Auch solche Maßnahmen ergänzen die Energiewende. Das ist ein doppelter Gewinn für den Klimaschutz in Hessen. Wir wollen den Klimaschutz aber nicht nur im Städtebau und bei der Energiewende in Hessen vorrangig Windenergie angehen. Im Koalitionsvertrag wurde die Erarbeitung eines hessischen Klimaschutzplans mit eigenen Klimaschutzzielen vereinbart. Wir werden also das Thema umfassend angehen und angehen müssen. Egal, ob es um die Vernässung von Mooren oder die Vermeidung von Grünlandumbruch in der Land- und Forstwirtschaft geht, um die Förderung von E-Mobilität, Radwegen und dem ÖPNV im Verkehrsbereich oder um die Energieeffizienz in der Industrie. Wir nehmen alle Bereiche in den Blick. Die Vorbereitungen dazu haben begonnen. Derzeit wird wissenschaftlich die Eröffnungsbilanz der Treibhausgasemissionen erstellt, um daraus geeignete Handlungsoptionen abzuleiten. Auf dieser Grundlage werden wir einen integrierten Klimaschutzplan Hessen zur langfristigen Reduzierung des CO2-Ausstoßes in Hessen bis 2050 vorlegen. In diesem Plan werden wir Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung gemeinsam aufgreifen. In einem ersten Schritt erarbeiten wir Zwischenziele bis 2020, 2025, 2030 und 2040, die in einem umfassenden Beteiligungsprozess entwickelt werden sollen. Ja, Hessen ist nicht das einzige und das erste Land, das diesen Prozess gestaltet. Aber wir wollen nicht nur die Ziele definieren. Wir überlegen gleichzeitig und überprüfen, welche Akteure was genau zu diesem Ziel beitragen können und welche Rahmenbedingungen wir dafür brauchen. Das heißt, wir gehen gleichzeitig bereits partiell in die Umsetzung.
Diese Orientierung an der Machbarkeit ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Und da wir ein begleitendes Monitoring vorsehen, können wir auch die Ziele, die definiert sind, und die Maßnahmen, die das erreichen sollen, jeweils überprüfen im Hinblick darauf, ob wir die Ziele einhalten. Wenn wir sie nicht einhalten, dann kann man gleich wieder nachjustieren oder zu neuen Maßnahmen greifen. Auch dieses ist eine ganz neue Art, Klimaschutzpläne aufzustellen und Klimaschutzziele zu erreichen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt schon viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewonnen haben, die diesen Weg mit uns gemeinsam gehen wollen. Weil eines ist klar, die Politik alleine wird den Klimawandel nicht abwenden. Auch wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen, etwa durch die CO2-neutrale Landesverwaltung, die mein Kollege Thomas Schäfer mit großem Einsatz vorantreibt. Bisher konnten wir hier schon 44% der Emissionen in der Landesverwaltung einsparen. Die Tendenz ist steigend, und 2030 werden wir hier vollkommen klimaneutral arbeiten. Das heißt, wir sind Vorbild. Das ist eine sehr wichtige Botschaft, denn wir sind auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen, der Verbände, der Kommunen angewiesen. Und die Landesregierung bindet sie deshalb gezielt mit ein. In der Nachhaltigkeitskonferenz werden wir uns in den kommenden Monaten mit der Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Verbänden beraten. Der Klimaschutz wurde dort von allen als das Top-Thema vorgeschlagen und beschlossen. Wir haben einen Steuerungskreis eingerichtet, in dem alle Verbände, in dem die Kommunen, in dem die Unternehmen, die Naturschutzverbände alle beisammen sind. Und ich freue mich sehr, dass wir hier auf eine solche hohe Akzeptanz stoßen, was diesen Prozess angeht. Ich glaube, dass wir damit am Ende einen großen Erfolg haben werden. Denn wir sehen jetzt schon, wie z.B. der NABU und der Verband der chemischen Industrie gemeinsam an einem Strang ziehen und nach besten Lösungen suchen, wenn es z.B. um die biologische Vielfalt geht. Und noch wichtiger ist dieses beim Klimaschutz. Und alle Akteure hier an einen Tisch zu holen, das ist das Erfolgsrezept der Hessischen Landesregierung. Meine Damen und Herren, unsere Unterstützung, Zusammenarbeit und Kooperation gilt auch für die hessischen Kommunen, und zwar wechselseitig, die wir bei ihren eigenen Klimaschutzvorhaben nicht nur über die Städtebauförderung unterstützen, sondern ihnen auch darüber hinaus zur Verfügung stehen. Sie kennen das Programm 100 Kommunen für den Klimaschutz. 133 haben sich dem bereits angeschlossen. Wir unterstützen sie z.B. bei der Vernetzung und beim Wissenstransfer, bieten Beratung und Know-how an. Und schon in diesem Herbst beginnen wir mit einer neuen Etappe, nämlich mit einer großen Veranstaltung, bei der wir die Kommunen nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für die notwendigen Klimaanpassungsmaßnahmen gewinnen wollen. Und ich muss sagen, ich finde es beachtlich, was hier Kommunen bereits leisten. Nehmen Sie den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Als Masterplan-Kommunen verpflichtet er sich, seine CO2-Emissionen bis 2050 um 95% zu senken und seinen Energieverbrauch in diesem Zeitraum zu halbieren. Auch Frankfurt erarbeitet momentan in einem breit angelegten Beteiligungsprozess Konzepte für das Ziel einer 100%igen Energieversorgung aus Erneuerbaren bis 2050. Wenn wir so ambitionierte Ziele in Paris erreichen könnten, wären wir einen riesigen Schritt weiter. Viele Kommunen jedenfalls zeigen, wie es gehen kann. Meine Damen und Herren, das ist keine übliche Regierungserklärung, haben Sie vielleicht gemerkt, wo alle Maßnahmen schon feststehen und die Opposition dann wieder sagt, alles zu wenig oder was weiß ich. Diese Regierungserklärung zeigt Ihnen auf, was für ein Riesenvorhaben wir zu bewältigen haben.
wie wir die Akteure aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen einladen, mit uns daran zu arbeiten. Und ich lade auch Sie herzlich ein, auch von der Opposition mitzumachen. Sie sind auch in Kommunen politisch tätig. Wir brauchen die Kommunen, wir brauchen die Verbände, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Ich hoffe, dass wir da alle gemeinsam an einem Strang ziehen und im Herbst, wenn wir die Szenarien vorlegen, bereits schon weiter konkret darüber diskutieren können. Ich möchte Sie dazu einladen. Das wäre gut für das Klima, für die natürlichen Lebensgrundlagen, für den Wohlstand unserer Bürgerinnen und Bürger, das heißt auch für uns alle. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Ministerin, für die Abgabe dieser Regierungserklärung. Wir eröffnen die Aussprache. Das Wort hat der Abg. Gremmels für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe einmal nachgeguckt, wie denn der Begriff einer Regierungserklärung definiert wird. Ich zitiere jetzt aus dem Duden. Eine Regierungserklärung ist eine Erklärung politischen Handlungen, Pläne und Absichten einer Regierung bezogen auf einen konkreten Anlass. Und wenn man die Regierungserklärung von Ihnen jetzt so hört, Frau Ministerin, könnte man sich ja fragen, was ist denn der konkrete Anlass? Also Paris im November 2015 ist immer noch drei Plenarsitzungen entfernt. Ich glaube, in dieser Landesregierung ist der konkrete Anlass für eine Regierungserklärung immer der Plenardienstag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht doch hier gar nicht mehr um die Sache. Ja, sondern Sie machen jeden Dienstag einer Plenarwoche sozusagen zum Thema Regierungserklärung. Und dann geht es reihum. Jeder Minister muss einmal ran und muss erklären, was es ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie klauen damit dem Parlament, dem Gesetzgeber, hier wichtige Zeit für inhaltliche, substanzielle Beratungen. Weil eins muss man noch deutlich sagen, Frau Hinz, wenn wir hier Herr Bouvier, ich habe das gehört, was Sie gerade gesagt haben. Ich finde das jetzt wirklich, wenn Sie von der Regierungsbank sagen, dass hier nur Dummzeug geredet wird, finde ich, das diskreditiert Sie das selbst. Aber scheinbar haben wir, Herr Bouvier, Sie können jederzeit hier vorne rangehen und das, was Sie von der Opposition halten, was Sie von mir halten, hier auch sagen. Aber von der Regierungsbank verbitte ich mir das, auch von einem Minister. Herr Abg. Gremmels, der Fraktionsgeschäftsführer der SPD, hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Ja, in der Debatte, weil wir nicht mehr jeden Regelverstoß von Ihnen akzeptieren. Wir bitten, den Protokollauszug mit dem Zwischenruf des Herrn Ministerpräsidenten den Fraktionen zur Verfügung zu stellen. Herr Abg. Gremmels, Sie haben weiter das Wort. Ich will aber deutlich machen, in der Tat ist hier so, dass Weise, wie Sie hier Regierungserklärungen abgeben, das Thema Regierungserklärung sozusagen aus meiner Sicht entwerten. Aber das obliegt dann der Landesregierung selbst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es ganz anders war, dass in der internen Regierungsplanung eigentlich vorgesehen war, hier eine Regierungserklärung vom Staatsminister Prof. Dr. Lorz, der hier eigentlich doch die große Errungenschaft des Schulfriedens hier erklären sollte und des hessischen Schulergebnisses. Und dummerweise hat das nicht so geklappt, weil die Mehrheit aller Beteiligten vom Schulgipfel der Meinung waren, dass man das Papier, was da vorgelegt wurde, nicht unterzeichnen konnte. Und da war die Not in dieser Landesregierung groß. Ja, und dann war es so, ich stelle mir das so richtig schön vor, am Montagabend in der Koalitionsrunde musste man dann sozusagen gucken, wer stattdessen die Bresche springt. Vielleicht haben Sie ja auch gelost. Und Frau Hinz, da haben Sie scheinbar den Kürzeren gezogen. Und Sie mussten ran und mussten etwas hier heute erzählen. Weil ehrlich gesagt, also all diese meine Damen und Herren, bitte um Aufmerksamkeit. Ich scheine ja einen wunden Punkt getroffen zu haben. Wir haben Ihre Strategie durchschaut. Wenn Sie so dazwischen rufen, müssen wir ja in der Tat ganz richtig. Meine Damen und Herren, ich weise darauf hin, Herr Kollege, ich weise darauf hin, dass der Herr Abg. Gremmels das Wort hat. Bitte schön. Also ich habe hier noch 16 Minuten Zeit. Sie können sich erst einmal ausmehren. Ja, also
ich will noch einmal deutlich sagen, wenn wir das hier eben uns angehört haben und noch einmal uns vergegenwärtigen, was die Ministerin hier so alles von sich gegeben hat, war das eine Aneinanderreihung von Allgemeinplätzen, von Dingen, die schon längst bekannt gewesen sind. In Ihrer Regierungserklärung von heute war nicht ein neuer Punkt. Sie haben eine substanzlose Regierungserklärung abgehalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da muss man die GRÜNEN doch nur einmal an ihre Oppositionszeiten erinnern. Liebe Angela Dorn, ihr wart es doch, die hier in der letzten Wahlperiode insgesamt 4 Klimaschutzziele eingebracht, Gesetze eingebracht haben. 4 Klimaschutzgesetze in der letzten Wahlperiode, eine nach dem anderen. Und jetzt regieren Sie, und auf einmal gibt es kein einziges Klimaschutzgesetz mehr. Wo ist denn Ihr Gesetzentwurf für den Klimaschutz? Und da, wo die GRÜNEN mit den Sozialdemokraten regieren, oder die da klappt es. In Baden-Württemberg gibt es Klimaschutzgesetze, in Rheinland-Pfalz gibt es ein Klimaschutzgesetz, unlängst in Bremen gibt es ein Klimaschutzgesetz, selbst in Nordrhein-Westfalen gibt es Klimaschutzgesetze, da wo Rot-Grün regiert. Nur hier in Hessen haben Sie diesen Punkt nicht gegen die CDU durchgesetzt. Deswegen findet sich im Koalitionsvertrag kein Wort mehr vom Thema Klimaschutzgesetz. Das wollten Sie nicht. Und Sie haben doch auch in der letzten Wahlperiode, Sie haben sich doch als die große Konzeptpartei hier selber generiert. Sie haben immer grüne Konzepte vorgestellt. Ja, insgesamt, ich glaube, 24 Konzeptpapiere. Davon ging es in 3 auch um die Frage des Klimaschutzes. Und da haben Sie auch immer gesagt, Sie möchten gerne Klimaschutzgesetze auf den Weg bringen. Aber nichts davon konnten Sie bei Ihrem Koalitionspartner durchsetzen. Dafür haben Sie dann wirklich in der Kraftanstrengung erreicht, dass wenigstens das Umweltministerium umgenannt wird in eines, wo auch der Name Klimaschutz im Namen trägt. Sonst ist da viel aber nicht mehr bei rumgekommen, Frau Hinz. Den Namen im Ministerium und Ihren Ministeriumstitel tragen Sie, aber die Inhalte fallen leider dahinter zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das muss man deutlich sagen. Gut, also es gibt kein Gesetz, darauf haben Sie sich, das ist in der Koalition so, das hat Ihnen Ihr Koalitionspartner abgerungen. Dafür soll es jetzt Konzepte geben. Und als ich gehört habe, dass Sie heute eine Regierungserklärung abgeben, habe ich gedacht, na wenigstens, wenn Sie schon kein Gesetz auf die Reihe kriegen, vielleicht präsentiert uns Frau Hinz ja dann heute dieses Konzept, was im Koalitionsvertrag drin steht. Klimaschutzplan mit eigenen Klimaschutzzielen. Das hatten Sie sozusagen vor anderthalb Jahren im Koalitionsvertrag ja, sozusagen angekündigt. Aber auch jetzt Pustekuchen. Auch selbst ein solches Konzept haben Sie heute hier nicht vorgelegt. Sie haben vielmehr gesagt, dass es die ersten Vorbereitungen dazu gebe. Mal schauen, wann wir dann endlich mit einem Konzept von Ihnen rechnen. Es könnte ja sein, dass es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder bis zum Ende der Koalitionsperiode oder Wahlperiode zu verschieben ist. Sie spielen hier auf Zeit. Vielleicht liegt es daran, dass Ihr Koalitionspartner, die CDU, nicht so will, wie Sie es wollen. Aber da muss man das hier auch an dieser Stelle mal deutlich sagen, sehr geehrte Frau Hinz. Und stattdessen haben Sie jetzt hier 5 Beispiele aneinandergereiht. Aber ich sage Ihnen, eine Aneinanderreihung von Einzelbeispielen ergibt noch lange kein Klimaschutzkonzept, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine Aneinanderreihung von Einzelbeispielen ergibt noch kein Konzept, sehr geehrte Frau Hinz. Und das wollen Sie suggerieren. Und natürlich kann man darüber, und ich habe das, als ich das sozusagen eben gehört habe, mit dem Bolzplatz, das ist ja schön und gut. Aber wenn die Antwort der Landesregierung auf den Klimawandel 1-2 Bolzplätze mehr sind und das als Klimaschutzkonzept hier verkauft wird, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nun wirklich ein bisschen sehr dünnes Eis, über das Sie hier gehen, Frau Ministerin Hinz. Und darüber hinaus guckt man noch einmal in Ihren Koalitionsvertrag. Ich lese den ja öfter, scheinbar öfter als Sie, weil da steht ja auch noch was drin. Sie haben gesagt, ja, immer nur, um zu gucken, was Sie nicht davon umsetzen, was Sie versprochen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist Aufgabe der Opposition. Ich weiß ja gar nicht, was Sie für ein Parlamentsverständnis haben. Ich gucke, was Sie davon umsetzen und was nicht. Und ich sage Ihnen, da sind noch ein paar Positionen offen. Ein Beispiel. Sie haben gesagt in Ihrem Koalitionsvertrag, es solle einen jährlichen Klimaschutzbericht geben. Ein jährlicher Klimaschutzbericht. Ja, wo war denn der 2014? Ich kenne keinen. Wo ist denn der 2015? Ich kenne keinen. Gut, Sie haben noch ein paar Monate Zeit, aber ich sage Ihnen, ich glaube nicht, dass Sie hier einen jährlichen Klimaschutzbericht vorlegen. Das steht in Ihrem Koalitionsvertrag drin. Nehmen Sie doch bitte selbst das ernst, was Sie sozusagen miteinander vereinbart haben. Gibt es aber nicht bis zum heutigen Tag. Gibt es keinen hessischen Klimaschutzbericht, der wäre in der Tat für alle Beteiligten hilfreich. Und wenn man einen solchen Bericht hat, kann man auch Konsequenzen davon ableiten. Außerdem finde ich es ja auch ganz spannend. Wir wissen doch alle, dass zum Thema Klimaschutz, CO2-Minimierung
der größte Bereich der Verkehrsbereich ist. Vor allem gerade auch in Hessen, weil wir sozusagen Transitland sind, weil wir den großen Frankfurter Flughafen haben, weil wir hier wirklich beim Thema Verkehr viel miteinander zu tun haben. Und da haben Sie noch zu Oppositionszeiten, liebe Kollegen, ich kann das Ihnen heute nicht ersparen von den Grünen, Ihnen einfach mal Ihre Versprechungen sozusagen hier vorzuhalten. Sie haben noch in einem Ihrer besagten grünen Konzeptpapiere, das war damals das Konzeptpapier Umweltschutz, die Herausforderung des 21. Jahrhunderts, schreiben Sie, ich zitiere jetzt auf Seite 2, Verkehrswende. Ohne ein Umsteuern, auch in der Verkehrspolitik, können wir die Klimaschutzziele nicht erreichen. Haben Sie gesagt, als Sie noch Opposition waren. Und jetzt schweigen Sie bei dem Thema Verkehr. Sie sagen sozusagen, die 1 Million Euro, die Sie als Landesregierung im Jahr für Elektromobilität bereitstellen, das ist Ihre einzige Antwort auf die Herausforderungen beim Thema Verkehr und Klimaschutz. Das ist zu wenig, liebe Kollegen von den Grünen. Das ist deutlich zu wenig. Sie werden Ihren eigenen Ansprüchen hier an dieser Stelle nicht gerecht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich wissen wir auch als Sozialdemokraten, die wir auch als Partei sind, die sich natürlich für den Straßenbau und Verkehrswege einsetzen, die auch Kämpfer sind für die Automobilwirtschaft. Natürlich wissen wir und die Logistik, natürlich wissen wir, dass eine große Herausforderung in der Frage der Verkehrswende liegt. Aber sie zu ignorieren, sie wegzudefinieren, sie klein zu machen, das funktioniert nicht, sehr geehrte Frau Hinz. Und ich würde es auch Herrn Al-Wazir sagen, wenn er denn da wäre. Man hat ja vorletzte Woche sozusagen die Energiebilanz 2014 vorgestellt. Tolle Grafiken da zusammengetragen, auch zum Thema, welche Rolle der Verkehr spielt. Aber außer Beschreibungen dessen, dass sozusagen 48% des Endenergieverbrauchs auf den Bereich Verkehr abfallen, das ist richtig, das stimmt. Aber welche Konsequenzen diese Landesregierung daraus zieht, diese Frage wird sowohl Frau Hinz als auch Al-Wazir, die Frage beantworten Sie nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie hätten doch jetzt gerade die Chance, eine einmalige Situation, eine grüne Umweltministerin und ein grüner Verkehrsminister. Das wäre doch die Chance, im Bereich Verkehr mal sozusagen voranzuschreiten. Aber nichts da, Schweigen im Walde bei Frau Hinz und Al-Wazir bei der Verkehrsfrage. Und ich weiß noch, als wir zusammen Opposition waren, da haben wir, als der Hessische Energiegipfel eingeführt wurde, gesagt, wir brauchen auch eine Arbeitsgruppe, ein Thema zum Thema Verkehr. Wir müssen uns auch um dieses große Thema Verkehr kümmern. Nichts dergleichen. Jetzt haben Sie angekündigt für November diesen Jahres eine Neuauflage des Energiegipfels. Sie haben ja gesagt, es ist nicht der zweite Energiegipfel, sondern es ist eine Neuauflage des alten. Und sollen auch nur die alten Beteiligten von damals zusammenkommen und auch nur die Themen von damals wieder aufgearbeitet werden. Ich frage Sie, warum rufen Sie nicht auch das Thema Verkehr auf? Ja, weil Sie Angst davor haben und weil Sie auch in der Koalition Schwarz-Grün hier nicht auf einen Nenner kommen. Aber sich dann hier hinzustellen, um Thema Klimaschutz zu reden und das Thema Verkehr auszublenden, liebe Frau Hinz, das ist für die Grünen aus meiner Sicht ein Armutszeugnis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist in der Tat. Ähnliches haben wir ja auch schon erlebt, als jetzt die Deutsche Umwelthilfe Ihnen ins Stammbuch geschrieben hat, dass man bei der Frage der Luftreinhaltepläne mehr machen muss. Ich kann mich noch sehr gut hier erinnern, sehr gut erinnern, was die Grünen in Oppositionszeiten zum Thema Umweltzonen hier alles von sich gegeben haben. Natürlich ist es die Quadratur des Kreises. Natürlich ist es schwierig, dort etwas auf den Weg zu bringen. Das haben wir Ihnen aber auch damals schon gesagt. Dass nun ausgerechnet die Deutsche Umwelthilfe gegen die schwarz-grüne Landesregierung mit einer Umweltministerin Hinz und einem Verkehrsminister Al-Wazir da einen Punktsieg errungen hat, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Aber die Quadratur des Kreises steht an. Das ist Ihnen bisher nicht gelungen. Auch da haben Sie grüne Wähler mit Sicherheit enttäuscht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sage Ihnen noch etwas. Man könnte ja jetzt nicht einmal beschäftigen damit, wie ernst nimmt denn diese Landesregierung mit sich selbst. Lassen wir einmal außen vor, es gibt jetzt kein Energiegesetz, das haben Sie nicht hingekriegt. Es gibt auch noch kein Energiekonzept, brauchen Sie mehr, kein Klimaschutzkonzept, brauchen Sie noch mehr Zeit für. Gut, aber dann guckt man einfach mal auf die Internetseite des Ministeriums. Ja, die Ministerin hat ja den Thema Klimaschutz in ihren Ministeriumsnamen mit aufgenommen. Da gucke ich mir mal den Reiter oder die Rubrik Klimaschutz an auf der Homepage der Ministerin. Und da habe ich dann ein Klimaschutzkonzept, Frau Hinz, aus dem Jahre 2007 gefunden, also Ihr Vorvorgänger. Und das Älteste, was ich gefunden habe unter Ihrem Namen, war 2003 die CO2-Bilanz des Umweltministeriums.
Das ist 13 Jahre her. Das sind die letzten Einträge in der Rubrik Klimaschutz auf Ihrer eigenen Homepage, Frau Ministerin. Ich frage Sie, wie ernst nehmen Sie sich denn selbst, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie doch nicht in der Lage sind, noch einmal sozusagen Ihre eigenen Ideen, Ihre Skizzen, Ihre Vorstellungen vom Klimaschutz sozusagen auch auf Ihrer eigenen Ministeriums-Homepage darzustellen. Stattdessen zeigen Sie mit dem Finger nach Berlin, mit dem Finger nach Brüssel, wo überall jemand was machen soll. Aber da, wo Sie selber Verantwortung tragen, Frau Hinz, kommt nichts rüber, kommen nur dünne Sätze, kommen nur Beispiele, die Sie einanderreihen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich kann Ihnen für die SPD-Fraktion sagen, wir haben aus meiner Sicht als SPD klar immer gesagt, was wir wollen. Wir haben gesagt, wir müssen uns, und wir wissen das auch als Sozialdemokratie, dass es eine schwierige Aufgabe ist, gerade auch für uns als Sozialdemokraten. Aber wir müssen uns der Frage der Verkehrswende stellen. Wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen. Das bieten wir Ihnen an. Da kümmern wir uns gemeinsam drum. Da müssen Sie und diese Landesregierung in die Puschen kommen. Aber wir sind gerne bereit, uns dort in diesem Bereich auch deutlich zu engagieren. Und wir sind auch gerne bereit, weil Sie ja immer sagen, wir motzen nur, machen keine Alternativvorschläge, eines der Klimaschutzgesetze, der rot-grünen Klimaschutzgesetze der Nachbarländer hier als Hessen als Grundlage zu nehmen. Wir sind dazu bereit, da müssten wir dann Signale auch von den Schwarz-Grünen hier in diesem Hause empfangen, Frau Ministerin. Und wenn Sie dann als eines der Beispiele, wo die Landesregierung was tut, sagt Windkraft, jawohl, völlig klar, Sie haben gesagt, die 2% Windvorrangfläche, das sei der große Wurf, da könne Hessen stolz drauf sein. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, die 2% bestehen doch bisher nur auf dem Papier, nirgendwo in der Realität. Gucken Sie sich das einmal an. Da, wo die GRÜNEN Verantwortung tragen, da, wo Sie eine grüne Regierungspräsidentin stellen, nämlich in Darmstadt, im Regierungspräsidium Darmstadt, da haben Sie die Frage der Energiewende auf die Zeit nach der Kommunalwahl vertagt, zweite Offenlage nach der Kommunalwahl. Da verlieren Sie Zeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da stellen Sie sich eben nicht der Debatte mit den Menschen, meine sehr verehrten Damen und Herren, so wie das in Nordhessen machen. So wie das in Nordhessen machen, Frau Dorn, in Nordhessen haben wir die zweite Offenlage einvernehmlich, selbst die FDP hat nicht dagegen gestimmt, auf den Weg gebracht. In Mittelhessen, auch in Mittelhessen läuft, auch in Mittelhessen muss man deutlich sagen, könnten Sie noch mehr tun. Weil das, was jetzt sich da abzeichnet am Donnerstag, wenn auch dort der Regionalplan offengelegt wird, wird es am Ende des Tages dazu führen, dass allein im Bereich Vogelsberg dort von den derzeit 200 Anlagen, die wir dort haben, in Windkraft, aufgrund der Tatsache, dass Repowering nicht aufgenommen ist, künftig 100 Kraftanlagen wegfallen, gerade im Bereich Vogelsberg. Und sich dann hier hinzustellen, Frau Ministerin, und zu sagen an dieser Stelle, dass Sie bei Windkraft sozusagen der Wegbereiter und der Motor des Antriebes sind, Frau Hinz, das stimmt. Einem Realitätsabgleich hält das nicht stand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben ja noch genügend Gelegenheit, auch am Donnerstag uns mit dem Thema Windkraft sozusagen zu widmen. Dann widme ich mir auch der FDP. Aber die Kollegen von der FDP standen heute nicht im Feuer. Heute stand im Feuer die Ministerin. Frau Hinz, ich finde, das war die schwächste Regierungserklärung, die in dieser Wahlperiode abgegeben worden ist. Ach, Herr Reif, ich habe gesagt, ich finde, dass das so war. Ich fand das dünn. Ich fand das eine Regierungserklärung nicht angemessen. Und ich hätte mich nicht getraut, mit so einem dünnen Papier, mit so einer dünnen Regierungserklärung hier vor das Parlament zu treten. Aber das überlassen wir Ihnen. Damit müssen Sie leben. Ich sage Ihnen, wir sind Motor der Energiewende, wir sind Motor des Klimaschutzes. Wir kriegen das beides zusammen, und das werden wir Ihnen beweisen, spätestens bei der nächsten Landtagswahl. In diesem Sinne, Glück auf! Das Wort hat Herr Abg. Stephan für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Das war wieder einmal eine ordentliche Menge heiße Luft, die Herr Gremmels hier in den Raum geblasen hat. Und damit trägt er sicherlich in negativer Art und Weise zum Klimawandel bei, vor allem auch zum Klima hier in diesem Landtag. Ich möchte zunächst auch einmal Frau Ministerin Hinz danken für diese Regierungserklärung, die sie abgegeben hat.
denn sie war mit Substanz versehen und sie hat in die Zukunft gewiesen. Sie hat, und das wollen Sie einfach nicht begreifen, Herr Gremmels, sie hat vor allem darauf hingewiesen, dass wir das Klima nicht dadurch schützen, dass wir noch irgendein Gesetz machen, sondern dass wir die Menschen mitnehmen. Und genau das hat sie zum Schluss ihrer Rede noch einmal sehr deutlich hervorgehoben. Und das halte ich für enorm wichtig. Die Kommunen, die Kleinen, wir müssen unten anfangen, wir müssen oben Regelungen treffen. Herr Gremmels, Verkehrsgipfel. Wenn Sie in den Verkehrsgipfel so reingehen wie in den Schulgipfel nach dem Motto, wenn ihr nicht genau das abschreibt, was wir wollen, dann machen wir nicht mit, dann wird es auch nicht zu nichts führen. Sie müssen auch einmal bereit sein, an dieser Stelle mit anderen zusammenzuarbeiten, mit anderen mitzuarbeiten. Ein weiteres, Herr Gremmels, Sie haben hier so locker gesagt, Ihre Wähler machen nicht mit. Wenn Sie, vielleicht haben Sie es nicht gelesen, dann erzähle ich es Ihnen, die neueste Umfrage über die Zufriedenheit der Hessischen Landesregierung und der sie tragenden Koalitionsparteien nachlesen, dann müssten Sie eigentlich erkennen, wo die Bürger hintendieren. Die tendieren dazu und mit einer großen Mehrheit auf die Politik, die Schwarz und Grün machen. Und dann schauen Sie mal die SPD in dieser Umfrage an. Schauen Sie die SPD in der Umfrage an. Dann wissen Sie, was der hessische Bürger will. Der will die Politik, die wir machen, und er will nicht das, was Sie wollen. Und das ist richtig und wichtig, und das ist auch gut so. Wir machen eine abgewogene Umwelt- und Klimapolitik, und wir bedenken auch, dass es im Bereich Klimaschutz nicht nur allein um die Ökologie, sondern auch um die Ökonomie geht. Denn alles das, was wir tun, müssen wir in irgendeiner Art und Weise auch bezahlen. Und ich bin auch gespannt auf die Diskussion am Donnerstagmorgen zum Thema Windenergie. Nun lassen Sie mich zu. Da freue ich mich auch drauf, Herr Geschäftsführer. Da freue ich mich wirklich drauf. So, dann wollen wir doch einmal auf das eingehen, was eigentlich Thema dieser Regierungserklärung ist, nämlich der Weg von hier nach Paris und zurück. Und wir sollten, wenn wir über Klimaschutz und über die Menschen sprechen, die sich um den Klimaschutz kümmern, auch einmal beginnen mit der Bundeskanzlerin, mit Frau Merkel. Und Sie können nachlesen in Wikipedia zum Thema CO2 und Kyoto. Ich zitiere. Die damalige Bundesumweltministerin Angela Merkel hatte maßgeblichen Anteil an dem weitgehenden Versprechen seitens der deutschen Delegation, sich frühzeitig auf den größten Beitrag zur Treibhausgasreduktion unter allen Industriestaaten zu verpflichten. Diese frühzeitige Verpflichtung wird als ein entscheidender Faktor angesehen, weshalb eine rechtlich verbindliche Emissionsreduktion zunächst ablehnend gegenüberstehenden Staaten bis 1997 doch noch ins Boot geholt werden können. Diese erste UN-Klimakonferenz fand in Berlin statt, und sie war Grundlage für das Kyoto-Protokoll, und sie war Grundlage dafür, dass sich die Welt insgesamt an den Klimaschutz herangemacht hat. Kolleginnen und Kollegen, und die Frau, genau diese Frau, Frau Merkel, hat auch in Elmau vor einiger Zeit in langen Nachtsitzungen erreicht, dass sich die wichtigsten Industrienationen wiederum verpflichtet haben, im Bereich Klimaschutz gemeinsam zu handeln und etwas zu tun. Das ist Teil der Politik Deutschlands. Wir haben mit maßgeblicher Unterstützung in dem Falle von unserem Herrn Minister Steinmeier erreicht, dass ein Konflikt im Iran entschärft worden ist. Wir haben erreicht, dass das Thema Europa auf eine gute Basis gesetzt worden ist mit Merkel und Schäuble. Und ich glaube, wir als Deutsche können stolz darauf sein, dass wir Politiker haben, die die wichtigen Themen dieser Welt in diesem Sinne gut voranbringen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Frau Merkel, wenn es denn in Paris im November zum Klimagipfel kommt, dass sie auch dort wieder eine federführende Rolle spielen wird, dass sie auch dort wieder dafür sorgen wird, dass auf dieser globalen Ebene gemeinsame Ziele formuliert werden und dass man von dort aus auch dann weitere Ableitungen nach unten treffen kann. Ich hoffe allerdings, dass es in Paris dann nicht wieder so eine Nachtsitzung wird. Vielleicht gelingt es ja in diesem wichtigen Falle auch mal tagsüber schon, wichtige Entscheidungen gemeinsam zu treffen und nicht alles auf den letzten Punkt schieben zu können. Aber die Rituale in der Politik sind offenbar so, sodass ich davon ausgehen kann, dass es auch dann wieder eine Nacht, eine Klimanacht von Paris geben wird. Doch die Chancen auf eine Einigung standen noch nie so gut wie heute, und diese Welt bedarf dringend einer neuen Einigung in der Klimafrage. Wir brauchen das Bekenntnis von allen, wir brauchen das Bekenntnis der ganzen Welt, und wir sollten nicht daran zweifeln, dass Klimaschutz notwendig ist. Es ist keine Glaubensfrage. Es ist teilweise eine Wissenschaftsfrage, die uns als Wissenschaft sehr viele Informationen liefert. Aber es ist auch eine Frage des praktischen Erlebens des Klimawandels. Und das spüren wir doch tagtäglich in der Frage der Starkregenereignisse, der Winter, die keinen Schnee mehr haben, der Dürren.
Frau Hinz hat die Versicherungsschäden und die Risiken erwähnt. Das sind Entwicklungen, die sind bedrohlich. Wir merken sie nicht sofort, wie einen Krieg, der irgendwo auf der Welt stattfindet. Aber mittellangfristig werden auch diese Entwicklungen dazu führen, dass es neue, dass es weitere Konflikte gibt auf dieser Welt. Und wir wissen doch alle, dass es Regionen gibt auf dieser Welt, die mehr betroffen sein werden. Und es gibt solche, die weniger betroffen sein werden. Und der Klimawandel wird dazu führen, dass wir auch den Wohlstand in dieser Welt irgendwann irgendwie ein wenig umverteilen müssen. Es wird Völker geben, die vom Klimawandel stärker betroffen sind und die um ihre Ressourcen kämpfen. Wir kommen glimpflich davon in den Prognosen bisher. Wir spüren es aber trotzdem. Und es ist auch wichtig, und das müssen wir jetzt immer wieder vor Augen führen, nicht Hessen allein, nicht Deutschland allein, nicht Europa allein kann dort zu einer Lösung beitragen. Wir brauchen alle auf der Welt, die dazu beitragen. Klima, CO2-Gase, Treibhausgase kennen keine Grenzen. Wir können sie nicht irgendwo eingrenzen. Wir machen dort was, wir machen an der anderen Stelle nichts. Wir müssen schauen, dass wir alle unter einen Hut bekommen, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen für das Thema Klimawandel und Verantwortung dafür zu unternehmen, dass wir den Klimawandel bremsen. Verhindern werden wir ihn sicher nicht können, und wir müssen uns mit den Auswirkungen beschäftigen. Aber hier in Europa, wir können viel dafür tun. Wir sind hochentwickelt, wir haben Wirtschaftskraft, wir haben Wissenschaft, wir haben vor allem auch ein wichtiges, als wichtiges Element das Bewusstsein, dass dort viel getan werden muss. Und die Zielsetzung in Europa bis 2030, diese Klimatreibhausgasemissionen um 40% zu reduzieren, sie sind wichtig, sie sind richtig und sie sind notwendig. Dass der Zertifikatehandel auch auf eine neue Basis gestellt werden soll, halte ich für wichtig. Das ist sicherlich eines der Elemente, die im Einsatz gut geplant, gut gedacht waren, aber wo man inzwischen gemerkt hat, dass manches von der Entwicklung überrollt worden ist, nämlich von Einsparentwicklungen auch im Bereich der Klimagase. Es gilt, nachzujustieren. Wir unterstützen den Vorschlag der EU. Er hat ein marktwirtschaftliches Element, und das halten wir für ganz besonders wichtig. Wir tragen Verantwortung. Ich habe es gesagt, wir profitieren und haben die ganzen Jahre auch profitiert von dem Ausstoß von Treibhausgasen. Geben wir uns da keine Illusion hin. Es waren die Industrienationen, die ihren Wohlstand teilweise aufgebaut haben auf dem Treibhausgasen, die wir ausgestoßen haben. Wir müssen und wir können und wir werden mit gutem Beispiel vorangehen. Diplomatisch ist es in Elmau zum ersten Mal gelungen. Wir als Hessen unterstützen die Ziele der Bundesregierung, national die Treibhausemissionen bis 2020, also 10 Jahre schneller als im EU-Durchschnitt, um mindestens 40% gegenüber dem Stand 1990 zu reduzieren. Das Ziel ist ambitioniert, es ist machbar. In Deutschland wird es zeigen, und wir können es, und wir werden es erreichen, ohne dass wir dort an unserem Wohlstand nennenswert etwas aufgeben müssen. Aber wir müssen alles, auch im Bereich Klimaschutz, mit Augenmaß machen. Wir haben uns in Deutschland die Umstellung auf regenerative Energien auf die Fahnen geschrieben, auch ein Kraftakt, der Menschen und Unternehmen fordert. Unser deutscher Anteil an den klimaschädlichen Gasen liegt bei 2,5% weltweit. Absolut wenig, doch in Relation pro Kopf sehr hoch. Maßnahmen, die wir treffen und die getroffen werden müssen, dürfen wir daher nicht allein lokal oder national bewerten. Wir müssen schauen, dass wir als Deutsche dort auch Beispiel geben für die ganze Welt, unter der Bedingung, dass wir wirklich auch prüfen, ob das Geld, was wir ausgeben im Klimaschutz, an der Stelle bei uns richtig angelegt ist. Manchmal kann man mit einem Dollar, mit einem Euro an einer anderen Stelle weitaus mehr erreichen wie bei uns. Und ich wiederhole es noch einmal, wir dürfen bei allen Maßnahmen, bei allen Vorschlägen niemanden der Beteiligten und Betroffenen tatsächlich auch überfordern. Und, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lassen Sie mich gerade noch auf die Entscheidungen in Berlin eingehen, auch die Diskussion, die dort stattgefunden haben, welches ist das beste Instrument, um die CO2-Gase zu reduzieren. Die Entscheidungen dort sind zunächst einmal getroffen, dass das Ziel erreicht werden kann, dass es nicht so ist, wie am Anfang vereinfacht gedacht, wir machen mal schnell alle Kohlekraftwerke zu. Das ist der Weg, den ich eben beschrieben habe, das Abwägen zwischen den verschiedenen Zielen. Und der Vorteil der Berliner Beschlüsse ist, dass eben heute und jetzt sehr viel mehr Menschen und Unternehmen mittragen müssen, dass wir CO2 einsparen. Kolleginnen und Kollegen, zum Klimaschutz in Hessen ist vieles gesagt worden. Ich will das nicht jetzt alles wiederholen. Wir haben vereinbart, einen Klimaschutzplan mit konkreten Maßnahmen und Zielen zu erarbeiten. Und das macht man auch, Herr Gremmels, sorgfältig, und das macht man am besten unter Einbindung von vielen Gruppen, die dort mitarbeiten, von vielen Menschen. Wir haben die Kraft, wir haben die Verantwortung, das zu tun.
Wir wissen, dass wir effizienter werden müssen im Wirtschaften. Und ich glaube, der Weg, der dort eingeschlagen worden ist, dass diese Frage des Klimaschutzes auch stärker an die Nachhaltigkeitsstrategie, an die Nachhaltigkeitskonferenz mit angekoppelt wird, die halte ich für richtig. Denn dort gibt es mehr als nur politische Willensbekundungen. Dort gibt es die Bereitschaft von vielen Akteuren in Hessen mitzuarbeiten. Auf den unterschiedlichsten Gebieten, die klimaneutralen Kommunen, die Jugend, die dort mitarbeitet. Mir gefällt dieser Begriff des wilden Hessens so wunderschön. Staatliche Vorgaben ja, aber wir müssen diejenigen, die Menschen mitnehmen, die tatsächlich dann auch den Klimaschutz umsetzen. Und gerade jetzt zu dieser Zeit, heute Nachmittag 14 bis 18 Uhr, trifft sich in der Staatskanzlei der Steuerungskreis Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Und ich glaube, das ist wichtig, denn an diesem Steuerungskreis sitzen eben die unterschiedlichsten Akteure aus unserer Gesellschaft, beteiligen sich dort, überlegen dort, was man am besten macht, einigen sich, was die besten Wege sind und gehen dann zurück in ihre Organisation und setzen es dort um. Und genau das ist doch der Weg. Einbinden, Vereinbarung, umsetzen. Und deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass wir dort diesen Schritt getan haben und dass wir, wenn es denn gelingt, ich bin sicher, es gelingt, auch mit vielen, vielen kleinen Schritten ein wesentliches Element dazu herstellen können, dass Klimaschutz vorangetrieben wird und dass damit ein Beitrag zum globalen Klimaschutz auch aus Hessen geleistet wird. Die CO2-neutrale Landesverwaltung ist dargestellt worden, ein sehr ambitioniertes Thema und ein vorbildliches Thema. Und ich glaube, es gibt kein Bundesland in Deutschland, das sich an dieser Stelle so engagiert wie wir hier in Hessen. Kolleginnen und Kollegen, es muss uns klar sein, ich sage es noch einmal, dass wir Hessen uns anstrengen können, wie wir wollen. Wir brauchen darüber hinaus diese globalen Vereinbarungen. Wir brauchen Einigungen in Paris. Die Erwärmung, über die wir sprechen und die wir kaum abschätzen können, sind es 2, 2,5 oder 3%. Die Erwärmung des Klimas ist bereits Fakt. Wir wollen mit den Maßnahmen, wir müssen mit den Maßnahmen getroffen werden, die Erwärmung eindämmen. Und wir müssen uns des Weiteren auch mit den negativen Folgen beschäftigen, die dieser Klimawandel heute schon hat. Wir haben es gerade kurz in einem Gespräch vorhin, was jetzt schon auch investiert werden muss in die Frage, wo muss ich welche Deiche wie erhöhen, weil wir künftig andere Hochwasserstrukturen haben werden. Das fordert uns auch in Hessen heute schon sehr viel Geld ab, ob es die Rheindeiche sind, ob es die Hinterlanddeiche sind. Dort müssen wir auch uns neben der Reduzierung der Erwärmung damit beschäftigen, wie wir die tatsächlich schon vorhandene Erwärmung begrenzen können und die Schäden von uns abwenden können. Wir müssen uns auch an der Stelle mit anderen Folgeschäden beschäftigen. Und ich bin da sehr froh, dass das Land Hessen im Bereich der Forschung, Klimafolgeforschung, eine wirklich führende Rolle hat. Und wir haben das Fachzentrum Klimawandel mit Sitz in Wiesbaden und in Gießen. Und dort werden Gelder schon seit Jahren investiert, um herauszufinden, wie denn wir auf den Klimawandel reagieren müssen. Auch dort sind Cluster in ganz Hessen entstanden. Unterschiedliche Akteure arbeiten mit, die Universitäten, die Fachhochschulen, Regierungsstellen, externe Forschung. Sie stellen gemeinsam ihr Wissen, ihr Know-how zur Verfügung. Höchste wissenschaftliche Standards werden angewendet, um Klimawandel vorhersagen zu können und die Auswirkungen des Klimawandels dort auch zu erkennen. Denn, schauen wir doch hin, die Landwirtschaft, Weinbau werden davon betroffen sein. Das sehen wir schon heute. Und was dort geforscht wird, und das ist auch das Spannende, das wird auch inzwischen in die ganze Welt übertragen. Das ist nicht nur eine Forschung alleine für Hessen. Wir leisten dabei auch einen Beitrag für die weltweite Bekämpfung des Klimawandels. Fragen wie beispielsweise, wie reagieren unsere Nutzpflanzen auf Temperaturunterschiede oder wie reagieren sie auf veränderte CO2-Gehalte in der Luft? Dies wird in Hessen mit modernster Technologie analysiert und wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Auch die Auswirkungen, die der Klimawandel hat auf Tier- und Pflanzenwelt, auf Biodiversität. Fragen, die gestellt sind, Antworten, die mit Hilfe hessischer Forschungsgelder dann auch umgesetzt werden. Wir werden auch in diesem Zusammenhang uns damit beschäftigen werden und müssen, wie können hessische Winzer künftig Wein produzieren? Wir wissen alle, dass unser
toller Riesling im Rheingau an der Bergstraße nicht jede hohe Temperatur verträgt. Vielleicht muss das eine oder andere dort umgestellt werden in andere Rebsorten. Wir kennen das weltweit schon. Wir müssen weiterhin Voraussetzungen schaffen, dass wir Spitzenweine produzieren können in Hessen. Und dazu gehört auch, die Frage zu diskutieren, wie Klima, Hitze und Stress auf die Trauben reagieren. Das gilt auch für unsere Landwirtschaft. Pflanzen haben sich an ein Klima gewöhnt, und Klimaänderungen bedeutet, dass sich die Pflanzen auch entweder daran gewöhnen, was in vielen Fällen der Fall ist, oder dass das eine oder andere dort auch ausgetauscht werden muss. Und denken wir auch daran, wie der Klimawandel mit dem Wald umgeht. Auch dort gilt es, Forschung zu betreiben, damit wir wissen, ob wir dort gegebenenfalls andere waldbauliche Maßnahmen brauchen oder ob die Pflanzen, die wir heute im Wald haben, auch mit dem Klimawandel umgehen können. Wir sammeln also in diesem Klimaschutzzentrum Antworten auf drängende Fragen. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir in Hessen diese Forschung, diese weltweit führende Forschung, weiter vorantreiben. Kolleginnen und Kollegen, wir stehen vor einer großen Herausforderung. Klimawandel wird uns auf Jahre und Jahrzehnte beschäftigen. Wir werden auch in vielen Fällen erst in Jahren und Jahrzehnten erkennen können, ob wir wirklich die richtigen Schritte eingeschlagen haben. Und ich betone noch einmal, es bedarf mutiger Schritte, um dem Klimawandel zu begegnen. Wir dürfen uns auf diesem Weg auch nicht von Unwägbarkeiten abschrecken lassen. Wir müssen vor Augen halten, was das Ziel ist, nämlich die Klimaerwärmung zu reduzieren, zu begrenzen und die Auswirkungen des Klimawandels tatsächlich auch dann abfangen, abfedern zu können. Es lohnt sich dafür, meine ich, jede Anstrengung. Und wir sollten uns einfach vor Augen führen, welche Welt wir unseren nachfolgenden Generationen, unseren Kindern übergeben wollen. Wir wollen auch ihnen noch die Schönheit der Welt, die wir haben heute, die wollen wir ihnen auch geben. Und deswegen ist es notwendig, dass wir uns entsprechend auch anstrengen. Denn Klimawandel, Klimaschutz ist nicht nur Schutz des Klimas, er ist auch Schutz der Menschen, er ist Schutz der Arten, er ist Schutz des Wassers und Schutz der Luft. Wir müssen dies entschieden angehen. Die Verantwortung für unser Klima, Kolleginnen und Kollegen, haben wir von unseren Vätern und Großvätern übernommen, die noch nicht den Forschungs- und Wissensstand über den Zusammenhang von Klimagasen und Temperaturen hatten und die die fossilen Brennstoffe eben auch deswegen genutzt haben, weil diese Erkenntnis nicht da war. Liebe Kollegen, den Zuruf, den Sie eben gemacht haben, der gilt natürlich auch in dem Fall für Mütter und Großmütter und für Mädchen und Jungs. Der gilt für alle auf dieser Welt, für alle Menschen, die sich daran beteiligen können. Entschuldigen Sie, wenn ich das so nicht ausgedrückt habe. Aber natürlich gehört auch die Damen mit dazu, Herr Schäfer-Gümbel, ohne Zweifel. Wir sollten, und jetzt komme ich zu dem nächsten Punkt, wir sollten aber diese Verantwortung nicht an unsere Kinder, unsere Enkel und Enkelinnen weitergeben, sondern die notwendigen Entscheidungen jetzt treffen. Und in diesem Sinne hoffe und glaube ich, dass der Klimagipfel in Paris sicherlich ein gutes Ergebnis bringen wird. Er muss ein gutes Ergebnis bringen. Er muss dazu führen, dass das Bewusstsein über Klimawandel in allen Köpfen, in allen Ländern, in allen Staaten verankert wird. Und in Paris muss Deutschland eben auch zeigen, dass es in Bezug auf das Klima eine Klimamacht ist, dass wir mit Macht an diesen Themen arbeiten. Und wie gesagt, am Anfang schon mal, ich hoffe nicht, dass es eine Klimanacht wird. Ich hoffe, dass man dort früher zu guten Erkenntnissen kommt. Es ist, und das zeigt die Forschung bei uns in Hessen, noch nicht zu spät, das Schlimmste zu vermeiden. Wir als Hessen, wir werden unseren Beitrag dazu leisten. Unseren Beitrag wird auch diese schwarz-grüne Koalition leisten. Und die Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben, sei es aus dem Koalitionspapier oder eben auch jetzt in dem Einleiten des Klimaschutzkonzeptes in der Nachhaltigkeitsstrategie, in der Nachhaltigkeitskonferenz, die zeigt, dass wir das Thema Klima ernst nehmen, dass wir dem Thema Klimawandel uns entgegenstellen und dass wir uns anstrengen, dass wir auch andere davon überzeugen können, dort mitzumachen, dass wir uns vor allem aber anstrengen dahingehend, dass wir unsere eigenen Menschen in Hessen, dass wir die Männer, Frauen, Kinder und Enkel, damit wir sie alle überzeugen können, am Klimawandel, sich mit dem Klimawandel zu beschäftigen und sich dem Klimawandel entgegenzustellen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir tun können, überzeugen, werben für diese wichtige Aufgabe, die wir als Hessen auch gut wahrnehmen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Stephan. Als nächstes hat das Wort Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr.
Ich weiß, wer es war. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Titel der Regierungserklärung von Hessen nach Paris und zurück, Klimaschutz geht uns alle etwas an, ist ungefähr so programmatisch wie die Sendung Hessens schönste Bahnstrecken im HR-Fernsehen. Wenn eine Regierung sich erklärt, muss man auch kritisieren dürfen, zu was sie sich erklärt. Jede Plenarwoche eine Regierungserklärung ist schon viel, wenn man eigentlich nichts zu sagen hat, aber sehr viel. Diese von Roland Koch ersonnene Strategie hat doch nur ein Ziel, möglichst viel Debattenzeit als Dauerwerbesendung der Landesregierung zu gebrauchen. Das ist aufgrund der Belanglosigkeit nicht nur peinlich und eine Zumutung. In Anbetracht der gravierenden Probleme, die wir zu bewältigen haben, ist es darüber hinaus entpolitisierend und undemokratisch. Das brachiale Vorgehen der Bundesrepublik, um deutsche Austeritätspolitik auf Europa zu übertragen, als sei diese EU kein gemeinsames, sondern ein teutonisches Projekt, bringt Europa an den Rand des Abgrunds. Zentral für diese Politik ist, dass die Rahmenbedingungen für das Funktionieren des Marktes ständig hergestellt und durchgesetzt werden müssen. Anliegerinteressen sind wichtiger als ein Schuldenschnitt zur Sanierung der griechischen Wirtschaft und wichtiger als wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz. Unausweichlich sind die Folgen einer solchen Politik: Arbeitslosigkeit im Süden, die Verarmung großer Teile der Bevölkerung und Flüchtlingsströme. Und auch da haben wir wieder ein Klimaproblem. Trotzdem werfe ich der Landesregierung nicht vor, dass sie über Klimaschutz sprechen möchte. Klimaschutz ist eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Aber ich kritisiere die belanglose Art und den Zeitpunkt. Belanglos, weil der Antrag 19498, den CDU und Grüne vor einem Jahr in das hessische Parlament eingebracht haben, bereits die Inhalte der Regierungserklärung wiedergibt. Wo also ist der Fortschritt? Der falsche Zeitpunkt, weil der Rest der Welt im besten Fall irritiert, teilweise aber schon schockiert auf ein deutsches Europa blickt. Zur Durchsetzung des neoliberalen Regulationsregimes auf allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ebenen und damit auch mit negativen Auswirkungen auf den Klimaschutz wird Griechenland staatsstreichartig unter das Protektorat deutscher Verarmungspolitik gestellt, als wenn die Treuhand nicht schon genug Schaden angerichtet hätte. Ein extremer, für die Europäische Union bis dato einzigartiger Eingriff in die Souveränität eines Mitgliedslandes, und die Hessische Landesregierung schweigt dazu. In den Kommentarspalten der New York Times ist zu lesen, dass die deutsche Frage wieder auf der Tagesordnung steht. Der Skandal im Skandal, schreibt Jürgen Habermas, ist in der Süddeutschen vom 22. Juli, ist die Hartleibigkeit, mit der die deutsche Regierung ihre Führungsrolle wahrnimmt. Deutschland verdankt den Anstoß zu dem ökonomischen Aufstieg, von dem es heute noch zehrt, der Klugheit der Gläubigernationen, die im Londoner Abkommen von 1953 ungefähr die Hälfte seiner Schulden erlassen haben. Ich frage Sie, wo wäre Hessen ohne diesen Schuldenschnitt? Die Landesregierung schweigt dazu, wie Deutschland gerade Europa prägt, und schweigt auch dazu, was ihre eigene Rolle dabei ist. In einem Europa der Regionen wäre eine Stellungnahme der Landesregierung zur Europapolitik wirklich mehr als angebracht gewesen. Einen Titelvorschlag hätte ich dazu auch. Von Hessen nach Athen und zurück. Griechenland geht uns alle an. Sie fragen sich, was das mit Klimaschutz zu tun hat? Zu dem neoliberalen Regierungshandeln gehören auch Marktlenkungsinstrumente zum Schutz des Klimas wie Ökosteuer und Emissionshandel. Für den Emissionshandel beispielsweise steht der Beweis, dass er einen Beitrag zum Klimaschutz leistet, noch aus. Weil die Unternehmen den Preis für die geschenkten Zertifikate an die Verbraucher weitergegeben haben, geriet der Emissionshandel in jüngster Zeit zu einer Gelddruckmaschine für die Wirtschaft in Europa, wobei keine einzige Tonne Kohlendioxid eingespart wurde. Die Ministerin hat darauf hingewiesen, weil es immer noch zu viele Zertifikate gibt, sei das Preissignal für eine regulierende Wirkung des CO2-Ausstoßes zu gering. Man müsse konsequenter sein, fordert sie. Konsequenter auf den Markt setzen, frage ich. Der Emissionshandel ist eine Erfindung der Grünen. Die Grünen sind marktlibertär und glauben an den Schutz von Umweltgütern durch Marktmechanismen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, bei Ihrem Lieblingspapst nachzulesen. Die Umwelt ist eines jener Güter, die die Mechanismen des Marktes nicht in angemessener Form schützen oder fördern können. Wieder einmal ist es gut, eine magische Auffassung des Marktes zu vermeiden, die zu der Vorstellung neigt,
dass sich die Probleme allein mit dem Ansteigen der Gewinne der Betriebe oder der Einzelpersonen lösen, schreibt Papst Franziskus. Schluss mit der Magie der Märkte, sagt der Papst. Aber als Marktlibertäre sind sich die GRÜNEN mit CDU, SPD und FDP einig, dass der Markt als Hort der Freiheit gilt. Das Gegenteil ist staatliche Regulation. Die ist unfrei, hat aber mit dem Erneuerbaren Energiengesetz immerhin einen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Markt wird mit Freiheit konnotiert, staatliche Regulation mit Unfreiheit. Max Weber hat stets die Freiheitsverluste durch die Entfaltung der Marktkräfte gesehen. Wer jetzt nach Griechenland schaut, um dahin noch einmal zu schauen, kann ihm nur recht geben. Wie viele Freiheitsgrade gehen den Menschen verloren, um Märkte am Laufen zu halten? Wie viel Infrastruktur der öffentlichen Daseinsvorsorge mit schlimmen Folgen für die Menschen wird zwangsprivatisiert? Bei dem Emissionshandel hat der Markt versagt. Die Kohleverstromung boomt, obwohl immer mehr Ökostrom im Netz ist. Dazu gibt es Alternativen. Wollen wir noch eine Chance darauf haben, das 2-Grad-Ziel zu erreichen, brauchen wir, wie bei der Atomkraft, auch ein Kohleausstiegsgesetz. Der Klimawandel erfordert das in doppelter Weise. Erstens. Kohlekraftwerke sind CO2-Schleudern. Zweitens. 2010 mussten bei einer Hitzewelle Kohle und Atomkraft ihre Leistungen drosseln, weil sie die Flüsse zu stark aufgeheizt haben. Das gleiche Problem haben wir aktuell wieder. Heißere Sommer mit weniger Niederschlägen und längeren Hitzewellen. Der Klimawandel ist längst bei uns angekommen. Jahrelang haben die hessischen GRÜNEN gegen das Kohlekraftwerk Staudinger gekämpft. Jetzt, in Regierungsverantwortung, überlassen sie das Feld den Kohlekumpels von CDU und SPD. Wir vermissen eine klare Ansage des grünen Wirtschaftsministers, der grünen Umweltministerin und der grünen Regierungspräsidentin in Darmstadt, Staudinger so schnell wie möglich dicht zu machen und nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag des Marktes zu warten. Stattdessen gibt es aus Darmstadt noch eine Verlängerung der Kühlwasserentnahme ohne Umweltverträglichkeitsprüfung. Die hätte die grüne Regierungspräsidentin ohne Mühe fordern können. Dann hätte E.ON klagen müssen und nicht die Deutsche Umwelthilfe. Kommen wir zur nächsten falschen Prioritätensetzung. Hunderttausende Hessinnen und Hessen sind täglich klimafreundlich elektromobil unterwegs. Nicht mit der grünen E-Flotte des Wirtschaftsministers, sondern mit Straßen, U- und S-Bahnen. Seit Jahrzehnten kommt der notwendige Ausbau aber nicht voran. Jetzt drohen die Verkehrsgesellschaften sogar damit, ihr Angebot einzuschränken, weil die Finanzierung für den ÖPNV nicht gesichert wird. Der RMV wird immer teurer. Normalverdiener mit Kindern, also nicht so die durchschnittlichen grünen Wähler, können die Fahrpreise kaum bezahlen. Da bahnt sich ein Desaster an, und der Wirtschafts- und Verkehrsminister wirbt mit dem Projekt E-Flotte. Der Trend zur Elektromobilität sei ein Beitrag zur Verkehrswende in Hessen, sagt er. Das kann man machen. Es ist aber sicher die falsche Prioritätensetzung. Ist in der Klimawirkung zu den deutlich umweltfreundlicheren Massenverkehrsmitteln vernachlässigbar und gegenüber den Menschen, die sich den ÖPNV nicht mehr leisten können, nichts weiter als arrogant. Das ist Luxusökologie für eine Minderheit. Gut ein Drittel des CO2-Ausstoßes geht zulasten der Mobilität. Wir wissen alles, dass das eine echte Herausforderung ist. Wenn eine Verkehrswende als Teil der Energiewende und als Beitrag für den Klimaschutz erfolgreich sein soll, dann muss sie sozial, ökologisch und demokratisch sein und nachhaltig. Elektroautos sind das alles nicht. Sie sind kein Massentransportmittel, sie sind teuer, sie belegen in den Städten Platz, der eigentlich allen zur Verfügung stellen sollte, und nicht nur denjenigen, die es sich leisten können. Darüber hinaus verschaffen sie mit ihren verwendeten Batterien ein neues Umweltproblem. Anstelle den Markt für teuren Individualverkehr mit Elektroautos zu fördern, sollte die Landesregierung dem Ausbau des ÖPNV erste und oberste Priorität einräumen. Dazu gehört, dass der ÖPNV bezahlbar sein muss. Die Landesregierung muss durchsetzen, dass sich wenigstens die großen Unternehmen an der Finanzierung des ÖPNV beteiligen. Perspektivisch brauchen wir eine Nahverkehrsabgabe, an der sich alle gemäß ihrem Einkommen beteiligen. Keine Fahrscheine, keine Automaten und keine lästigen Kontrollen mehr. Das ist gut für die Kinder, das ist gut für die Kommunen und das ist gut für den Klimaschutz, um es mit den Worten der Umweltministerin auszudrücken.
Der öffentliche Verkehr ist der Dreh- und Angelpunkt für eine Verkehrswende, und diese lässt sich nicht nur mit netten Marktanreizen herbeiführen. Mit entsprechendem Ordnungsrecht könnten die Kommunen, in denen die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide überschritten werden, dazu verpflichtet werden, z.B. oberleitungsgebundene Hybridbusse einzusetzen. Für Städte wie Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Wiesbaden, aber auch für Limburg ein sinnvolles Projekt. Sie sind relativ kostengünstig, schnell zu realisieren, vermindern Feinstaub- und Stickoxidbelastung und schaffen in den Städten Platz, weil der Parkraum für Autos verringert werden kann. Die Landesregierung kann das fördern, aber sie muss es auch durchsetzen. Das wäre keine Ökodiktatur. Es wäre nur die Umsetzung der Umweltgesetzgebung zum Schutze der Menschen vor Schadstoffen. Bei aller Anerkennung um die Bemühungen der Hessischen Landesverwaltung, bis 2050 möglichst CO2-neutral zu bewirtschaften, muss man auch sagen, um welchen Beitrag zum Klimaschutz es überhaupt geht. Bezogen auf 2012 beträgt der CO2-Ausstoß der Landesverwaltung deutlich unter 1% des hessischen CO2-Ausstoßes. Der Beitrag zur Lösung des Gesamtproblems wird also eher gering ausfallen, steht aber im umgekehrten Verhältnis zu dessen Bewerbung. Ja, das löst nur das Problem nicht bei 1%. Auch sagen muss man, dass das Europäische Parlament bereits 2010 eine Richtlinie zur Gesamteffizienz von Gebäuden verabschiedet hat. Die EU-Richtlinie schreibt unter anderem vor, dass neue öffentliche Gebäude, um die es in dem Programm der Landesregierung nämlich geht, auf dem Niveau von Null-Energiehäusern gebaut werden müssen. Die Anforderung muss ab dem Jahr 2019 erfüllt werden. Das Tolle an dem Programm der Landesregierung ist also a, dass sie die EU-Richtlinie im Bereich der Umweltgesetzgebung versucht einzuhalten. Mit Blick auf die Wasserrahmenrichtlinien und K+S ist das keine Selbstverständlichkeit. Und b, sie verpflichtet sich, den Standard für öffentliche Neubauten früher einzuhalten. Wow! Die EU-Richtlinie gibt auch vor, dass bis 2015 die Länder einen Plan vorlegen müssen, wie sie die energetische Gebäudesanierung vorantreiben und die Richtlinie umsetzen wollen, und zwar für alle Gebäude. Jetzt ist Mitte 2015, und die Regierung erklärt sich zum Klimaschutz. Aber den Plan können wir nicht finden. 30 Millionen € aus dem Wirtschaftsministerium und die Absicht, weiterer Fördermöglichkeiten zu prüfen, sind kein Plan. Anbetracht eines Investitionsvolumens im zweistelligen Milliardenbereich, was fehlt, ist eben dieser Plan. 90% CO2-Minderung im Vergleich zu 1990 soll es bis 2015 in Hessen geben. Ja, das Ziel ist ambitioniert, aber es ist auch dringend notwendig. Verabschiedet hat sich die Landesregierung von der Nennung von Zwischenzielen, die eine Erfolgsmessung ermöglichen würde. Das nächste Etappenziel für Deutschland ist eine Verminderung der Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 40% gegenüber 1990. Aktuelle Projektionen gehen davon aus, dass durch die bisher beschlossenen und umgesetzten Maßnahmen bis 2020 bei einem jährlichen Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 1,4% bundesweit eine Minderung der Treibhausgase um etwa 33% erreicht werden kann. Das reicht deutlich nicht. Heute wäre die Gelegenheit gewesen, zu erfahren, wie der Stand in Hessen ist. Der Ausbau der Windkraft kommt nicht voran. Und wie wir die Landesregierung den Bau der aktuell unnützen Stromtrasse Südling verhindern? Alle kritischen landespolitischen Themen wurden umschifft. Stattdessen lernen wir, dass die Landesregierung das Zwei-Fliegen-mit-einer-Klappe-Konzept anwenden möchte, also das klassische Herstellen von Win-Win-Situationen über die Klimaschutzwirkung von Bolzplätzen. Das wird aber wohl nicht gelingen. Ich glaube, darüber ist sich jeder im Klaren, der sich damit ernsthaft beschäftigt. Wir haben das Jahr 2015, und Hessen hat noch immer keinen Klimaschutzplan. 2013 angekündigt, aber erst im April dieses Jahres wurde eine Vorstudie zur Erstellung eines Klimaschutzplans für Hessen ausgeschrieben. Mit etwas Glück wissen wir dann 2019, mit welchen Mitteln wir bis 2020 das 40%-Ziel hätten erreichen können, wenn wir denn rechtzeitig angefangen hätten. Zum Abschluss möchte ich zum Flughafen Frankfurt kommen. Die Umweltbelastungen durch den Flughafen sind eine Bürde. Wirtschaftswachstum und die Mobilität der einen zahlen andere mit ihrer Lebensqualität und Gesundheit. Die Umweltbelastung durch den Flughafen muss gesenkt werden, und das geht bei der absehbaren Entwicklung der Technik
nur durch eine Verminderung der Flugbewegung. Dem Wachstumskonzept der Fraport muss die Hessische Landesregierung ein Verlagerungs- und Schrumpfungskonzept entgegenstellen und durchsetzen. Das gehört in den angekündigten integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025. Die Elemente sind bekannt. Verlagerung der Kurzstreckenflüge auf die umweltfreundlichere Schiene, ein Nachtflugverbot von 8 Stunden. Die Landesregierung muss sich für einen deutschen, besser noch einen europaweiten Flughafenverbund einsetzen, wodurch Lasten besser verteilt und Überkapazitäten abgebaut werden können. Doch die Hessische Landesregierung geht eine ganz andere Richtung. Ihr Beitrag zum Klimaschutz ist bemerkenswert und erklärt auch, warum sie zu der deutschen Griechenlandpolitik schweigt. Bestandteil der deutschen Erpressung ist ein Fonds zur Privatisierung griechischer Infrastruktur. Noch nicht einmal eine Woche nachdem der sogenannte Kompromiss durchgesetzt wurde, preist der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier in Brüssel die Fraport als geeigneten Kandidaten zur Übernahme griechischer Infrastruktur an. Das zeigt die perfide Verschränkung neoliberalen Regierungshandelns mit Wirtschaftsinteressen, nachdem Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble Griechenland übernahmereif verhandelt haben, bietet sich das Land Hessen gönnerhaft an, 14 griechische Flughäfen zu übernehmen. Das sei ein Signal auch für andere Investoren. Damit würde Griechenland geholfen, da der Tourismus durch funktionierende Flughäfen in Gang gebracht werden könnte, so der hessische Ministerpräsident. Dieser Staat wird sie nicht herrichten, sagte Volker Bouffier mit Blick auf Griechenland. Ohne Privatisierung würden sie irgendwann mit Unkraut zuwuchern. Das ist beleidigend und das ist zynisch, Herr Ministerpräsident. Richtig ist, dass ohne Unterstützung durch das Land Hessen dieses Schicksal den Regionalflughafen Kassel-Calden längst ereilt hätte. Vielen Dank, Frau Abg. Schott. Das Wort hat als nächstes Herr Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Ministerin, ich bin mir nicht ganz im Klaren darüber, was ich an Ihrer Regierungserklärung kritisieren soll, weil ich den Kern der Regierungserklärung noch nicht richtig identifizieren konnte. Und darum werde ich mir Mühe geben und es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen interpretieren müssen. Vielleicht gehen Sie hier noch einmal raus und erklären dann, ob meine Interpretation dessen, was Sie hier vorgetragen haben, richtig war oder nicht. Ich möchte mit einem Ihrer letzten Sätze beginnen, den ich, glaube ich, wie einen roten Faden durch diese Rede wahrnehmen konnte. Die Landesregierung hat sich viel vorgenommen. Die Landesregierung hat sich viel vorgenommen. Das war einer Ihrer letzten Sätze Ihrer Regierungserklärung. Und ich versuche das einmal festzustellen, wo sich die Landesregierung viel vorgenommen hat und wo man das festmachen kann. Sie haben ja Interesse geweckt mit der Überschrift Ihrer Regierungserklärung oder mit dem Motto Ihrer Regierungserklärung von Hessen nach Paris und zurück. Da habe ich mir überlegt, was kann dahinter stecken? Ist da große Weltpolitik, große Klimaschutzpolitik dahinter zu erwarten? Und Sie haben auch so in den ersten Sätzen den Anschein erweckt, es ging Ihnen um das Weltklima. Sie haben ausgeführt in Ihrer Rede die Klimaschutzziele, die Probleme des weltweiten Klimaschutzes. Sie sind aber in keiner Art und Weise darauf eingegangen, was Sie denn als Lösungsmöglichkeiten, was Sie denn für Überlegungen, Ideen haben, wie man in Paris vielleicht doch zum Ziel kommen könnte. Wir wissen alle, dass der Zertifikatehandel theoretisch eine sehr gute Möglichkeit wäre, mit den maximalen Nutzen mit dem geringsten Einsatz der Mittel zu erreichen bei der Frage der CO2-Minderung. Wir wissen aber, dass es beim CO2-Handel und auf den Weltklimakonferenzen immer ein großes Dilemma gibt, nämlich die Interessenunterschiede,
zwischen den noch Ländern, die sich noch entwickeln wollen, und den bereits entwickelten Ländern. Und was ist dieser Interessenunterschied? Ganz einfach. Die Länder, die sich noch entwickeln wollen, die sagen, wir hätten gern ein Kontingent von CO2 pro Kopf. Und die anderen, wie wir, die Entwicklungen, sagen, nö, wir schreiben den CO2-Ausstoß fest und einigen uns auf eine Verminderungszahl des CO2-Ausstoßes. Weil ja sonst müssten ja wir, die entwickelten Länder, den Entwicklungsländern Geld bezahlen dafür, dass wir CO2 überhaupt ausstoßen dürften. Das ist aber politisch, glaube ich, nur sehr schwer umzusetzen und in den einzelnen Ländern durchzusetzen. Auf der anderen Seite ist es schwierig, den Entwicklungsländern vorzuschreiben, ihr müsst auf der Basis, die ihr heute habt, womöglich mit einem kleinen Zuschlag, mit dem müsst ihr auskommen. Das ist das große Dilemma, das wir haben bei der Frage, ist der CO2-Handel, ist das tatsächlich ein Lösungsmodell? Und über diese Klippe ist noch keiner gekommen, und ich habe auch bis jetzt noch keinen vernünftigen Vorschlag gehört, wie wir diese Klippe beseitigen können. Da hätte ich gerne mal etwas von Ihnen gehört, was denn tatsächlich hier der große Lösungsvorschlag sein sollte, um tatsächlich signifikant einen Punkt weiterzukommen. Da haben auch Sie hier nichts zu vorgetragen. Stattdessen immer wieder die alte Leier von 1990 bis da und da dieses Ziel. Ich meine schon allein, dass wir immer dieses Startszenario 1990 wählen, um darzulegen, was Deutschland Tolles geleistet hat bereits im Klimaschutz, wo wir sind, wo wir uns hinbewegen. Jeder, der sich mit dem Thema Energiepolitik und Klimaschutz auseinandersetzt, weiß, dass die Jahreszahl 1990 gewählt ist, natürlich taktisch gewählt ist, vor dem Hintergrund, dass die Industrie im Osten weggebrochen ist, dass dadurch immense CO2-Einsparungen automatisch für uns statistisch gut geschrieben werden konnten. Und immer wieder wird dargestellt, was wir für große Leistungen vollbracht haben, weil im Osten die Industrie zusammengebrochen ist und dadurch natürlich entsprechend der CO2-Ausstoß auch reduziert worden ist. Immer wieder die alte Leier. Und dann muss ich sagen, etwas Realismus in Ihrer Regierungserklärung. Vielleicht haben Sie sich das ja als Landesregierung vorgenommen, ein wenig Realismus in die Debatte einkehren zu lassen. Sie, Frau Ministerin, haben darauf hingewiesen, dass es noch lange nicht sicher ist, dass es eine Lösung geben soll oder zumindest einmal Ziele geben soll, auf die man sich verständigt in Paris. Und dann der zweite Punkt, selbst wenn man sich darauf verständigen könnte, dass womöglich diese Ziele auch überhaupt eingehalten werden, auch das ist ein großes Problem der Klimaschutzpolitik. Aber das war ja nur ein kleiner Ausflug am Anfang Ihrer Rede auf die Frage, wo soll denn der Klimaschutz vorangetrieben werden. Und Sie haben sich dann ja auch relativ schnell auf Hessen festgelegt. Und Sie haben aus meiner Sicht einen ziemlich ehrlichen Satz gesagt. Was soll das Alleinstellungsmerkmal der hessischen Klimaschutzpolitik sein? Was soll das Alleinstellungsmerkmal der hessischen Klimaschutzpolitik sein? Was ist das Große, was sich die Hessen vorgenommen haben? Und Sie sagen selbst, dass Sie von allen anderen Konzepten, die Sie an anderen Bundesländern mittragen oder auch immer wieder vorstellen, was soll der große Unterschied sein? Und Sie sagen, die Machbarkeit. Die Machbarkeit der Klimaschutzpolitik und Ihres Konzeptes soll der große Unterschied sein zu den Klimaschutzkonzepten aller anderen Länder und Institutionen, die wir hier in Hessen haben. Da muss ich sagen, ein hohes Maß an Realismus, das Sie hier vorgetragen haben, denn da teile ich Ihre Einschätzung. Aber was ist das denn, was Sie sich vorgenommen haben? Sie haben sich vorgenommen, 90% CO2-Ausstoß bis 2050 zu reduzieren. Sie haben ein Mandat bis 2018, aber Sie haben Ziele für 2050. Und wer sich mit Klimaschutzpolitik am Rande beschäftigt, der stellt ja immer fest, die Ziele explodieren mit der Dauer oder mit der Zeit, die man hat, sie zu erreichen. Früher hat man mal über 2020 um die Ziele gesprochen. Die Frau Kanzlerin redet jetzt über 2100. Sie reden über 2050 mit Ihren Zielen. Es ist wunderbar. Ich kann wunderbare Ziele überall formulieren, wenn ich denn sicher sein kann, dass ich garantiert nicht mehr die politische Verantwortung tragen muss, wenn ich diese Ziele mal erreichen soll.
2100. Wir diskutieren darüber, über die Klimaschutzziele. 2100. Und das machen wir alle ganz ernsthaft. Wenn Sie einen Menschen im 19. Jahrhundert gefragt hätten, 1915 gefragt hätten, was er denn glaubt, dass 2015 denn hier passieren würde in Deutschland, der hätte Ihnen garantiert voraussagen können, wo die Reise hingeht. Und von daher finde ich das schon sehr interessant, dass diese Klimaschutzziele dermaßen ambitioniert sind, je weiter weg der Zielerreichungshorizont ist. Und das ist ja schon manchmal überhaupt nicht mehr ernsthaft wahrnehmbar, was Sie da treiben. Also, Sie haben sich viel vorgenommen für das Jahr 2050, Frau Ministerin. Und selbst Ihre gut gesinnten Parteifreunde werden nicht glauben, dass Sie 2050 hier noch als Ministerin tätig sind, um diese Ziele dann auch zu verantworten. Ich habe gesagt, als Ministerin tätig, nicht als Alterspräsidentin. Also, das ist Ihr Einwurf. Und natürlich darf auch bei Ihrer Rede natürlich das wichtige Thema. Ja, das haben wir ja an anderer Stelle bei Kali und Salz auch erlebt, 2075. Das sind wirklich ambitionierte Ziele, für die Sie nie mehr die Verantwortung übernehmen müssen. So kann man sich Politik auch leicht machen. Und hier sieht man, die Hessische Landesregierung hat sich viel vorgenommen, vor allem in weiter Zukunft. Ich möchte auch noch einmal auf dieses Argument eingehen, was Sie vorgetragen haben. Auch hier wieder das wunderbare Ziel. Ein Versicherungskonzern hat Ihnen vorgerechnet, dass wir 3.000 Milliarden Euro Kosten haben werden durch den Klimawandel. Das haben die ausgerechnet, prognostiziert. Sie dürfen raten, für wann? Natürlich für 2100. Bis dahin werden es 3.000 Milliarden Euro Kosten sein, die man da errechnet hat. Ich frage mich immer, wie so etwas geht. Also, wie man so etwas machen kann, glaubwürdig zu sagen, ich weiß, was 2.100 für einen Schaden entstehen wird. Das sind immerhin 30 Milliarden im Jahr in den nächsten 100 Jahren. Und wenn man dann überlegt, dass man allein für das EEG 25 Milliarden ausgibt, also es sind wirklich Dimensionen, die man dort hier aufruft, Zahlen, die man in Verbindung bringt. Das hat einfach nur was wahrscheinlich mit Ihrem Motto zu tun. Die Landesregierung hat sich wirklich viel vorgenommen. Also von daher kann ich natürlich nur schmunzeln als jemand, der erlebt hat, wie die Grünen hier in Opposition agiert haben. Wenn ich mir vorstelle, nur mal ganz kurz, Herr Gremmels hat es ja mal angedeutet, wenn ich mir vorstellen würde, Lucia Puttrich hätte vor einigen Jahren als Umweltministerin eine solche Regierungserklärung in diesem Landtag abgegeben. Wenn ich mir das nur bildlich vorstelle, wie Tarek Al-Wazir oder Frau Hamann oder wer auch immer hier, wie die hier an diesem Pult förmlich explodiert wären über die Tatenlosigkeit der Landesregierung. Und wenn dann jemand gesagt hätte, wir haben uns viel vorgenommen als Landesregierung, ich glaube, die grüne Fraktion hätte unter Protest den Hessischen Landtag verlassen, weil sie gedacht hat, wir lassen uns doch nicht verkackeiern hier in diesem Raum. Also, das wären nicht meine Worte gewesen, das wären wahrscheinlich die Worte der Kollegen der GRÜNEN gewesen. Aber nichtsdestotrotz, heute tragen Sie die Verantwortung für das, was die Landesregierung sich viel vorgenommen hat. Und darum will ich auch noch einmal auf das Wenige zu sprechen kommen, was Sie hier vorgetragen haben. Es ist wirklich zum Teil überhaupt nicht nachvollziehbar. Wenn ich mir überlege, eines der größten Themen und eine der größten Herausforderungen ist z.B. die Förderung der Sanierung des Bestandes im Wohnungsbau. Das ist eine der zentralen Aufgaben. Waren wir uns immer einig? Gab es hier Gesetze? Gab es Überlegungen, Debatte? Was sagt die Ministerin? Wir haben 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, und zwar nicht einmal für die Sanierung im Bestand im Wohnungsbau, sondern für das hervorragende Thema Kindergärten, Schulen, kommunale Gebäude zu sanieren und energetisch zu ertüchtigen. Ich weiß nicht, ob Sie einmal ein kommunales Mandat hatten oder es immer im Kreistag waren, mal zuständig waren in irgendeiner Art und Weise für Schulbau. Wenn Sie da einen hier fragen, dass es schon einmal war, was man mit 30 Millionen was man da für Schulen, unendlich viele Schulen im Land Hessen grundsanieren kann. Zwei, wenn es große sind, zwei. Sie können damit zwei Schulen grundsanieren in Hessen. Das tragen Sie hier vor unter der großen Blase des Klimaschutzes. Aber ich sage ja,
Die Hessische Landesregierung hat sich viel vorgenommen. Sie hat sich viel vorgenommen. Vielleicht könnten Sie einen Flyer drucken oder einen Leitfaden und könnten den mit einer PR-Maßnahme irgendwie unterwegs mit dem Geld zu den Leuten bringen. Aber wirklich in der Sanierung können Sie mit 30 Millionen Euro und das unter so einer Überschrift, dass Sie sich nicht sozusagen, dass man das nicht wirklich ernst nehmen kann, ist, glaube ich, klar. Und dann haben Sie noch so einen Punkt rausgegriffen, den fand ich auch wirklich. Also Sie haben ja den, der Herr Finanzminister ist nicht mehr da, aber Sie haben ihn ja sehr gelobt für seine ambitionierte klimaneutrale Landesverwaltung, die Sie wann umsetzen wollen? Nicht 2100, das ist jetzt nicht richtig, aber Sie wollen 2030 die klimaneutrale Landesverwaltung in Gang setzen in Hessen. Also Hessen nimmt sich wirklich viel vor, und Sie haben als Grüne eine hochambitionierte hessische Landespolitik im Bereich Klimaschutz zu vertreten. Aber noch viel schöner finde ich ja, dass Sie sagen, dass das tatsächlich Leute, dass das Leute begrüßen würden und motivieren würde, energische Klimaschutzpolitik in Hessen zu machen, weil sie 2030 sich vorgenommen haben, eine klimaneutrale Landesverwaltung endlich erreicht zu haben. Also, da muss ich ehrlich sagen, die Landesregierung hat sich wirklich viel vorgenommen in diesem Land und zu diesem Thema. Und da kann man eigentlich nur sagen, ihre eigenen Worte sind eigentlich Ironie genug, um an der Stelle zu sagen, Sie entblößen hier eine Tatenlosigkeit, die ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Weil wenn ich mir vorstelle, was Sie hier für Reden gehalten haben, hätte ich erwartet, am ersten Tag das erste Gesetz, das Sie einbringen, wird ein Klimaschutzgesetz sein. Das hätte ich hier eigentlich erwartet. Die Kollegen der Union schmunzeln. Vielleicht kennen Sie ja so ein Gesetz und haben es verhindert. Ich weiß es nicht. Aber das hätte ich erwartet im Hessischen Landtag, dass das als eines der ersten Gesetze kommen würde. Ich erinnere mich ja noch an die heftigen Debatten. Vielleicht haben Sie sich aber auch früher getäuscht. Vielleicht sind Sie ja gar nicht der Meinung mehr, dass die Gesetze und die Anträge, die Sie hier im Hessischen Landtag gestellt haben, dass die noch sinnvoll sind. Und darum führen Sie diese Politik nicht durch. Vielleicht sind Sie ja tatsächlich hier an der Stelle, haben Sie dazugelernt und machen das nicht. Aber ich möchte Sie doch noch einmal auf zwei Dinge hinweisen. Wenn Sie hier in Hessen über Klimaschutzpolitik sprechen und dabei das Thema Windkraft als eines der entscheidenden Themen vorantreiben und hier kein Wort darüber verlieren, dass die Akzeptanz der Windkraft und der Windkraftanlagen mittlerweile sehr, sehr nachgelassen hat und dass Sie überall dort, wo Sie Windkraftanlagen errichten wollen, mit massivem Widerstand der Bevölkerung vor Ort zu rechnen haben. Und wenn Sie dann sich immer noch dazu herablassen, und ich kann das nur immer wieder sagen, dass Sie von Bürgerbeteiligung sprechen, aber sie nicht leben, dann muss ich Ihnen sagen, hier haben Sie eine Lücke in Ihrem Vortrag und hier haben Sie eine Lücke in Ihrer Rede, die Sie vielleicht in der zweiten Runde hier noch einmal aufbessern könnten. Sie werden niemals, wenn Sie es nicht schaffen, die Akzeptanz zu erhalten für diese Politik, es schaffen, diese Politik auch in irgendeiner Art und Weise in Hessen umzusetzen. Und wenn Sie dann sagen, und das hat mich natürlich für den Grünen, also ich wäre ja echt überrascht, was Sie hier alles erklärt haben, wenn Sie hier sagen, Klimaschutz ist kein Wachstumshindernis, da frage ich mich erst einmal, Sie hatten doch immer so ein differenziertes Verhältnis zum Wachstum. Wo ist das eigentlich hin? Sie sagen also, Klimaschutz ist kein Wachstumshindernis, sondern Sie sind mittlerweile auch für Wachstumspolitik wieder. Das finde ich ja auch einen guten Erkenntnisgewinn. Da kann ich Sie nur beglückwünschen und hoffen, dass Sie da auch dranbleiben bei dem Ziel. Und dann sagen, Sie verstehen gar nicht, dass Menschen Klimaschutz mit Verzicht und Entbehrung zusammenbringen, sondern eigentlich ist das ja Wachstumspolitik pur. Dann kann ich Ihnen nur sagen, das sehen aber die Leute, die von Ihrer Politik betroffen sind, sehr, sehr anders. Das sehen die Menschen, die diese Wachstumspolitik bezahlen müssen, anders. Das sind nämlich die Bürger. Und wir haben in der Sozialpolitik, ich habe es Ihnen ja schon mehrfach gesagt, mittlerweile einen neuen Begriff einführen müssen, den Begriff der Stromarmut. Das bedeutet, wenn ich mehr als 10% meines Einkommens in diesem Bereich ausgeben muss, und da haben wir mittlerweile tatsächlich eine ziemlich schlimme Entwicklung, dass die Kosten der erneuerbaren Energien und der Umsetzung des EEGs mittlerweile immens gestiegen sind und überhaupt nichts mehr mit dem zu tun haben, was Ihre Prognosen mal waren. Es gibt jemanden, der bezahlt diese Rechnung. Und es gibt Gewinner und Verlierer in der Klimaschutzpolitik, die investieren können,
Die können Gewinner sein, wenn sie Glück haben. Die, die kein Kapital zum Investieren haben, die bezahlen diesen Spaß. Und das wissen Sie, das sage ich Ihnen bei jeder Rede hier, aber Sie ignorieren das und nehmen dazu auch keine Stellung. Und ich kann Ihnen sagen, die anderen, die davon betroffen sind, die Unternehmen in Hessen, die haben Ihnen, ich denke, die Presseerklärung haben Sie ja sicherlich gesehen, die haben Ihnen auch klar gesagt, was Sie von Ihrer Presseerklärung halten. Sie haben sich ja dazu verstiegen, auch was zur Wirtschaft zu sagen. Darum möchte ich Ihnen gerne aus der Presseerklärung kurz zitieren, mit Erlaubnis des Präsidenten. Als industriefeindlich hat die Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände die heutige Regierungserklärung der hessischen Umweltministerin Priska Hinz zur Klimapolitik in Hessen kritisiert. Und sie sagt zudem, Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energie in Deutschland werden mit 23 Milliarden Euro EEG-Subventionen pro Jahr mitsubventioniert, und diese Jobs sind erkauft. Und ich will Ihnen auch noch einmal sagen, das ist richtig, was die VAU hier sagt. Sie machen eine Subventionslandschaft auf, in der manche gedeihen und auch Erfolg haben. Aber viele andere zahlen dafür eine hohe Zeche und einen hohen Preis. Und diese falsche Politik müssen Sie beenden. Und wenn sich die Landesregierung wirklich einmal etwas vornehmen möchte, wenn sie wirklich einmal sozusagen mit den Bürgern im Dialog sich etwas vornehmen möchte, dann reden Sie mit den Unternehmern in Hessen, reden Sie mit den Bürgern in Hessen und kommen Sie ab von Ihrem falschen Weg der Fixierung auf Windkraft und erneuerbaren Energiengesetz. Kommen Sie weg von der subventionsgetriebenen Wirtschaft, kommen Sie zurück zur Marktwirtschaft. Dann sind Sie auch wieder im Bunde mit uns Liberalen, und dann können Sie auf unsere Unterstützung setzen. Die Politik, die Sie jetzt betreiben, auch liebe Kollegen von der Union, die Politik, die Sie jetzt mittragen, ist die falsche Politik für Hessen, ist die falsche Politik für Deutschland, und es ist auch keine gute Politik fürs Klima. Von daher kann ich nur bitten, nehmen Sie sich was vor als Landesregierung, verändern Sie diese Politik. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächstes hat das Wort Frau Abg. Dorn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Meine Damen und Herren der Opposition, da waren jetzt viele Nebelkerzen dabei, viel Entlarven. Es war ja gar nichts in dieser Regierungserklärung angeblich drinnen. Viel Entlarven. Es muss ja noch so vieles getan werden. Jetzt halten wir mal eines fest. Eines ist doch ganz klar, sagen wir schon die ganze Zeit ganz offen. Ja, Hessen muss noch einiges erreichen, damit wir 2050 klimaneutral werden. Und ja, wir haben einiges aufzuholen. Genau deswegen, meine Damen und Herren, stellen wir Klimaschutz in unseren Mittelpunkt unserer Politik. Wir müssen das Rad hier auch gar nicht neu erfinden. Um den Klimawandel aufzuhalten, ist praktisch alles da. Man braucht nur zwei Dinge. Man braucht A, politischen Willen, um wirklich anzupacken. Und das Zweite ist, man braucht die Lust, andere mitzureißen. Und genau das haben wir in der Koalition. Und wir schauen, Herr Schäfer-Gümbel, genau, wo wir stehen. Wir schauen, wo wir hin müssen, und wir überlegen dann genau, wie kommen wir dahin. Und Herr Gremmels, Sie hatten ja gesagt, wir würden auf Zeit spielen. Eben nicht, sondern wir schauen uns genau für ein Klimaschutzkonzept. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit schon einmal länger befasst haben. Braucht man eine relativ fundierte Grundlage, eine fundierte Grundlage, die auch auf Hessen zupasst. Da kann man nicht einfach sagen, mechanisch, wir machen mal das, sondern brauchen wir ganz spezifisch für alle Sektoren ganz genaue Ziele, die auch passen, die man auch umsetzen kann. Und was uns so einzigartig macht, wir wollen ganz konkrete, pragmatische Lösungen schaffen. Und das macht den Unterschied. Wir spielen nicht auf Zeit, sondern wir wollen hier etwas machen mit den Bürgerinnen und den Bürgern, mit den Kommunen, mit den Unternehmen. Das wird etwas Einzigartiges, und dafür brauchen wir Zeit. Aber dafür kommt am Ende auch etwas wirklich Gutes bei raus. Und wissen Sie, Herr Gremmels, eines hat die Ministerin betont, und das war ein ganz wesentlicher Punkt. Machbarkeit ist unser Prinzip, und das ist das Alleinstellungsmerkmal. Wir gehen nicht in die Wolkenkuckucksheim, sondern wir überlegen uns ganz konkret, was braucht Hessen ganz konkret, damit wir vorankommen. Deswegen ist es gut, dass es erst einmal eine Studie gibt und dass wir uns Stück für Stück auf diesen Weg begeben.
Und jetzt hat ja die SPD relativ deutlich schon seit heute Morgen eigentlich begonnen zu twittern. So viel Substanzfreiheit gab es selten, hat der Fraktionsvorsitzende gesagt. Auch der Kollege Gremmels hat mehrfach kritisiert, dass er alles substanzlos wäre. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen der SPD, wir sind vor einem Klimagipfel. Der könnte sehr, sehr vieles entscheiden weltweit. Wir haben als Land Hessen sicherlich nicht den einzigen Beitrag auf diesem Klimagipfel und wahrscheinlich auch nicht den allergrößten. Aber eines ist klar, die Bundesrepublik hat einen sehr gewichtigen Beitrag dazu leisten. Und dass wir uns hier auf Landesebene damit beschäftigen, was ist unser Beitrag, was ist der Beitrag der Bundesrepublik, das hat wohl alles andere was mit Substanzlosigkeit zu tun, sondern das ist elementar notwendig, damit wir endlich vorankommen. Und jetzt schauen wir doch einmal auf Bundesebene für die Frage Substanz. Die SPD hat sich auf Bundesebene eine Menge vorgenommen, und ich fand, vieles war auch da durchaus richtig. Klimaschutzziele, Klimaaktionsplan, der ist noch nicht ganz so konkret, aber es sind gute Sachen da drin. Was hat sich noch die SPD vorgenommen? Plan, er hat eine Kohleabgabe für die alten CO2-Steuern sich vorgenommen. Aber dann, liebe Kollegen, hat die SPD angefangen, beim Klimaschutz einzuknicken. Doch. Das bin ich sehr gespannt, Herr Gremmels, wie das möglich sein soll. Eins war klar, die Kohleabgabe sollte eine Menge bringen und Energieeffizienz sollte eine Menge bringen. Plötzlich wird alles auf die Energieeffizienz gehoben. Ich bin gespannt, wie Sie das durchsetzen wollen. Eins ist klar, Sie hatten ursprünglich gesagt, wir brauchen eine Kohleabgabe. Sie sind eingeknickt. Wissen Sie, ich kann ja nichts dafür, dass Sigmar Gabriel sich so weit aus dem Fenster herausgelehnt hat. Was hat er denn vor einem Jahr noch gesagt? Nicht arbeiten, aber Geld verdienen. Er beschimpfte das sogar als Hartz IV für Kraftwerke. Und wissen Sie, jetzt führt die Bundesregierung genau dies ein statt dieser Kohleabgabe. Ich frage Sie wirklich, Sie haben die Ministerin gefragt, ob wir uns ernst nehmen. Ja, wir nehmen uns sehr ernst. Aber nehmen Sie sich eigentlich noch ernst? Und Frau Schott, Sie haben sich ja gerade hier geradezu überschlagen mit Feindbildern. Wir haben jetzt festgestellt, also nach Ihren Darstellungen, alle außer der Linken sind neoliberal in diesem Haus. Wir haben verstanden, dass alles nicht zielführend ist, was nicht ordnungspolitisch ist. Aber wissen Sie was, Frau Schott, wer Ihre Rede gehört hat, braucht wirklich keinen Beweis mehr, dass Sie keinerlei Interesse haben, Regierungsverantwortung zu übernehmen mit Fundamentalopposition, mit Schwarz-Weiß-Denken. Das bringt den Klimaschutz sicherlich nicht weiter. Das war leider kein Beitrag, der uns wirklich weitergebracht hat. Und Herr Rock, Sie haben das ja ganz schön geschickt gemacht. Sie haben ein paar Nebelkerzen ausgeworfen hier und da, haben ein paar richtige Sachen kritisiert. Übrigens auch eine Kritik. Ich wusste gar nicht, dass wir einmal eine Kritik teilen, aber dass das Basisjahr 1990 ausgewählt worden ist, haben wir auch immer kritisiert. Ich fürchte nur aus unterschiedlichen Gründen. Eins ist klar, wir brauchen ein Basisjahr, weil es international festgelegt ist. Nur so ist vergleichbar, was man geschafft hat. Wir haben es immer kritisiert, weil wir gesagt haben, wir müssten eigentlich mehr erreichen, was die FDP leider gerade nicht dazu gesagt hat, was aber sehr deutlich ist. Sie wollen kein Basisjahr, weil sie wollen sich gar nicht vergleichen. Sie wollen einfach beim Klimawandel so weitermachen wie bisher. Ihnen ist es völlig egal, und deswegen wollen Sie sich nie vergleichen. Und das ist ziemlich arm, dann nur Nebelkerzen zu werfen. Dann sagen Sie lieber den Leuten draußen, wie es ist. Ihnen ist der Klimawandel egal. Sie setzen auf Kohle statt erneuerbare Energien. Und Sie setzen auch nicht auf Anreize für Unternehmen, damit sie energieeffizienter werden. Es ist schade, aber Sie haben leider auch keinerlei Beitrag dazu geleistet, wie man eigentlich den Klimawandel etwas bremsen könnte, Herr Rock. Meine Damen und Herren, und es ist so schade, weil die Herausforderungen des Klimawandels, die sind gewaltig. Seit 1990 sind weltweit die Treibhausgase um 60% gestiegen. 6-0, 60%. Die Probleme des Klimawandels sind da, und sie werden sich weiter verstärken. Wir merken ja den Klimawandel schon in unseren Breitengraden. Die Zwischenzeiten, Herbst und Winter, die wird die gibt es jetzt schon nicht mehr so richtig, die werden sich immer mehr nivellieren. Wir bekommen Starkereignisse, Stürme, Starkregen, Hitzeperioden. Wir merken es schon hier. Aber das Brutale ist, das, was wir hier schon merken, ist in anderen Ländern noch viel extremer.
Und irgendwann, wenn wir den Klimawandel nicht bremsen und wenn wir das 2-Prozent-Ziel nicht, das 2-Grad-Ziel nicht erreichen, dann wird es so sein, dass Teile dieser Erde unbewohnbar sind, Herr Rock. Und wir reden zu Recht gerade über die Herausforderung der Flüchtlinge. Wir reden da sehr zu Recht darüber, wie wir das gerade machen. Aber der Klimawandel wird, wenn wir ihn nicht aufhalten, Flüchtlinge, so viele Klimaflüchtlinge bringen, dass wir das uns im Moment nicht vorstellen können. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, und deswegen ist es so wichtig, ihm zu begegnen. Wir müssen jetzt handeln. Viele sind leider gerade pessimistisch. Sie schauen auf Länder, die eigentlich vorangehen müssten, die USA. Ich finde es unglaublich, dass gerade die USA in der Arktis Öl fördern will. Auch Fracking im großen Stil ist alles andere als klimafreundlich. Sie sagen aber auch Deutschland, die keinen echten Abschied nehmen von der Kohle. Gerade Deutschland müsste doch vorangehen. Aber ich finde, wir haben auch Grund zum Optimismus. Und das finde ich auch immer so wichtig voranzustellen. Wir können es nämlich schaffen. Warum gibt es Grund zum Optimismus, dass wir weltweit vorankommen können? Der CO2-Anstieg ist eben nicht mehr so rasant wie bisher, sondern er flacht langsam ab. Die Kosten der Ökoenergien, Herr Rock, fallen viel stärker als erwartet. Und der Boom der Kohlenutzung scheint auch auszugehen. Wir waren ja als Fraktion in Norwegen, haben uns dann den Pensionsfonds angeschaut. Zwei Wochen später wurde deutlich, dass Norwegen aus den fossilen Energien herausgeht, dass sie nicht mehr auf Kohle setzt. Auch China und USA setzen immer weniger auf Kohlekraft. Das heißt, wir haben einen ganz leichten Shift, und den müssen wir nutzen. Die gute Nachricht für den Klimaschutz ist, wir können es schaffen. Und damit wir es schaffen können, brauchen wir Deutschland, weil Deutschland hat eine Schlüsselposition. Wir müssen beweisen, dass wir unser Ziel erreichen können. Und uns werden nur dann andere folgen, wenn wir zeigen, und da bin ich ganz bei der Ministerin, das finde ich sehr wichtig, dass sie das gerade so deutlich gemacht hat, uns werden nur dann andere folgen, wenn Klimaschutz nicht Bürde und Verzicht ist, sondern mit Zugewinn verbunden ist. So ist eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik. Priska Hinz hat in ihrer Regierungserklärung deutlich gemacht, dass man vom Klimaschutz der Lebensbewahrung hinkommt zum Klimaschutz der Lebensbejahung, dass man vom Abstrakten hin zum Konkreten geht. So nimmt man alle mit. Und wenn die Opposition nach dem Sinn dieser Regierungserklärung fragt, genau das ist der Sinn, die Leute mitzunehmen, die Leute zu motivieren, den Leuten zu zeigen, es ist möglich. Nur dann kommen wir voran. Und genau das hat Priska Hinz als Umweltministerin hier wunderbar aufgezeigt. Wissen Sie, mir ist es sofort aufgefallen. Das Problem ist immer so ein bisschen, es liegt auch am Empfänger, wenn man nicht sehen will, dass etwas, weil Sie von vornherein sagen, Regierungserklärungen sind von vornherein falsch hier an dem Platz, dann sehen Sie natürlich auch nicht, dass da etwas drinsteht, was erstens neu ist und zweitens total wichtig ist. Der Klimaschutzplan, den zu erläutern, war selbstverständlich neu. Meine Damen und Herren, wir wollen bis 2050 klimaneutral sein. Und deswegen müssen wir so genau schauen, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Und dafür, Herr Gremmels, Sie hatten ja kritisiert, es gibt keine Bilanz. Ich habe gerade das vergessen, was Sie gesagt haben. Es gibt gerade keine Bilanz für den Klimaschutz. Was gerade vorgestellt worden ist, ist die Energiebilanz vom Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Und das ist genau eine sehr gute Grundlage für das Klimaschutzkonzept, weil man damit kontrollieren und nachsteuern kann. Und was hat denn die Energiebilanz gezeigt? Gehen wir in den Bereich Wirtschaft hinein. Der Energieverbrauch in Hessen hat sich in den vergangenen 15 Jahren um 10% verringert. Und lieber Kollege Rock, diese Einsparungen sind gelungen, obwohl die Wirtschaft brummt. Das ist genau das, was wir meinen mit nachhaltigem Wachstum. Sie hatten gefragt, dass wir plötzlich von Wachstum reden. Reden wir schon die ganze Zeit. Es geht um nachhaltig, ökologisch vertretbaren Wachstum. Und Sie sehen, es funktioniert. Die Wirtschaft brummt, 10% mit 10% weniger Energie. Und es gibt noch ein Riesenpotenzial. 20-30% könnten wir heute schon zusätzlich einsparen, hat diese Energiebilanz gezeigt. Und das können wir auch schaffen, weil sich ganz viele dieser Investitionen auch rechnen werden für die Unternehmen. Wir haben eine Menge guter Projekte schon. Wir haben mit der VHU ja zusammen die Energieberatung für die Wirtschaft. Anscheinend hat sich das noch nicht genug herumgesprochen. Dafür müssen wir noch stärker werben. Vieles funktioniert auch gut über Best-Practice-Beispiele, also dass Akteure selbst aus der Wirtschaft zeigen in einem Netzwerk, wie gelingt Energieeffizienz im Unternehmen. In dem Bereich können wir ganz klar zeigen, man kann mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben.
Herr Gremmels, Sie haben kritisiert, dass wir den Verkehr völlig außer Acht lassen. Wie kommen Sie darauf, Herr Kollege Gremmels, dass wir den Verkehrsbereich außer Acht lassen? Wir haben noch gerade die Bilanz des Wirtschaftsministers vorgelegt bekommen und haben dort sehr offen gesehen, dass gerade der Verkehrsbereich der größte Bereich ist, wo wir etwas tun müssen. Die Hälfte, ja, lassen Sie mich doch ganz kurz ausführen. Ich möchte noch den Leuten erzählen, die das nicht gelesen haben, was das Problem ist. Der Verkehr macht die Hälfte unseres Energieverbrauchs in Hessen aus. Das ist der größte Posten. Und das Problem ist, eigentlich sind Autos und Flugzeuge effizienter geworden, aber weil immer mehr Menschen mobil sind, das ist ja auch gut, dass Menschen mobil sein wollen, ist leider der Verbrauch nicht gesunken. So, und was machen wir jetzt, Herr Kollege Gremmels? Auf was setzen wir? Wir setzen beispielsweise ganz konsequent darauf für echte Mobilität. Und das heißt auch, dass man Bus und Bahn fördert, dass man sie attraktiver macht. Und da setzen wir uns ein seit Beginn dieser, zusammen in dieser Koalition. Herr Kollege Gremmels, es wäre ja schön, wenn Sie sich bei Ihrem Kollegen Sören Barthold aus meinem Wahlkreis Marburg-Biedenkopf mal dafür einsetzen würden, dass wir bei den Regionalisierungsmitteln endlich mal weiterkommen würden. Vielleicht können Sie auch mal hier alle der Ministerpräsident selbst, die Kollegen der CDU, alle setzen sich hier für unser Bundesland ein bei der Bundesregierung, weil sie sagen, die Regionalisierungsmittel sind das Mindeste, was endlich entsprechend erhöht werden muss, was ich auch gehört. Sie können immer wieder nur auf uns zeigen, aber die Wahrheit ist doch, dass die Verantwortung beim Bund liegt, und es wäre schön, wenn wir die SPD auf unserer Seite hätten. Und Herr Kollege Gremmels, was machen wir denn noch? Was machen wir denn noch? Wir gehen im Moment in Vorfinanzierung. Auch das ist im Übrigen durchaus ein Risiko. Wir gehen in Vorfinanzierung für S-Bahn-Strecken. Wir arbeiten insgesamt daran, dass der ÖPNV endlich attraktiver wird. Wir sind überall in Verhandlungen. Und das, Herr Kollege Gremmels, Sie schütteln mit dem Kopf, aber wenn Sie einmal sich dafür einsetzen würden, dass wir bei dem Thema weiterkommen, Sie reden doch, wenn Sie hier über Mobilität reden, kriegen wir einen Antrag nach dem anderen zum Straßenbau. Sie müssten mal wirklich auch überlegen, was Sie für die klimafreundliche Mobilität vorgeschlagen haben. Davon habe ich von Ihnen gar nichts gehört. Und dann kommen wir zum dritten großen Komplex, der Flugverkehr. Flugverkehr ist und bleibt eine der größten Herausforderungen für den Klimaschutz. Der gehört zu den Sektoren, die am schnellsten wachsen und die zu einer Menge Treibhausgasen beitragen, nicht nur CO2, sondern praktisch die Hälfte ist CO2, die Hälfte sind alle anderen. Und ich glaube, hier sollte allen im Raum klar sein, nur bei Frau Schott war ich mir nicht ganz sicher, aber die ist auch gerade nicht da, dass wir in Hessen den internationalen Flugverkehr nicht alleine mit Landespolitik klimafreundlich machen können. Das sollte klar sein. Aber ich finde, wir haben schon eine besondere Rolle. Dadurch, dass wir in Hessen hier Politik machen, uns kommt auch die Rolle, steht uns die Rolle an, dass wir auch Prozesse anstoßen. Und deswegen müssen wir natürlich unsere Klimaschutzpolitik in unserem Klimaschutzkonzept über Fragen von Effizienz von Flugzeugen nachdenken, über die Frage von klimafreundlichen Treibstoffen, die auch, was Nachhaltigkeit angeht, Grenzen haben. Aber wir müssen natürlich auch national, international insgesamt mal darüber nachdenken, wie können wir da vorankommen? Muss man auch den Flugverkehr in den CO2-Emissionshandel einbeziehen? Wie kommt man dazu, dass man mehr Alternativen zum Flugverkehr hat, gerade bei Kurzstrecken? Flugverkehr bleibt eine der größten Herausforderungen für den Klimaschutz. Und hier müssen wir gemeinsam arbeiten, mit der Bundesebene, der europäischen Ebene. Da habe ich leider noch nicht viel Rückenwind gespürt, Herr Kollege Gremmels. Ich habe hier gerade vier Punkte genannt, die wahrscheinlich ganz gut wären. Vielleicht würde man die SPD in den Modus übergehen, wo sie auch mal Vorschläge macht, statt immer nur die anderen zu kritisieren, die Vorschläge machen. Das wäre auch mal eine ganz schöne Abwechslung. Ich komme zum vierten Bereich, der Bereich Wohnen. Die Privathaushalte machen ein Viertel unseres Energieverbrauchs aus. Und die Frage Wohnen und Lebensqualität hängen ganz eng mit dem Klimaschutz zusammen, weil nur wenn der Klimawandel so weitergehen würde, dann hätten wir ein echtes Problem, gerade in unseren Städten. Die Frage von Luft und Klima hängen ja sehr eng zusammen. Und da macht die Landesregierung und unsere Umweltministerin eine ganze Menge.
Herr Kollege Rock, es ist immer schön, wenn man sich einzelne Bausteine raussucht und dann sagt, das ist ja viel zu wenig, wenn man so ein Maßnahmenpaket hat. Und wir haben gerade ein neues Förderkonzept für den Stadtumbau, zu dem sich ganz viele Kommunen bewerben können für den Klimaschutz. Doch, Sie hatten gerade das Förderprogramm für energetische Sanierung von Schulen genannt, aber hatten so getan, als ob das Einzige wäre, was wir in der Wohnungspolitik machen. Entschuldigung, Herr Rock, das ist absolut falsch, weil wir machen eine ganze Menge im Bereich Klimaschutz und Wohnungspolitik. Die Energieeffizienz im sozialen Wohnungsbau. Wenn wir über Energiekosten reden, wissen Sie, Herr Rock, Sie sind gegen Windkraftanlagen, das weiß mittlerweile jeder. Das Problem ist aber, die Kosten für den Strom sind nicht das Problem für Menschen mit geringem Einkommen. Die Heizkosten sind das Problem für Menschen mit geringem Einkommen. Hier müssen wir einsetzen, und hier setzen wir auch ein, beispielsweise bei Energieeffizienz für sozialen Wohnungsbau. Und dann haben Sie gesagt, wie erreichen Sie denn Ihre ganzen Ziele? Wir haben bei den Sanierungsraten, energetische Sanierung, haben wir ein klares Ziel. Und das setzen wir uns ein. Und das werden wir nicht allein schaffen auf Bundesebene, damit wir endlich den Steuerbonus bekommen. Weil dann haben wir einen echten Anreiz für Menschen, ihre Häuser auch entsprechend zu sanieren. Ich bin allen in der Regierung, voran dem Finanzminister, sehr, sehr dankbar, dass er im Bundesrat so kämpft dafür, dass wir endlich diesen Steuerbonus bekommen. Meine Damen und Herren, Wohnungspolitik verzahnt mit Klimaschutz ist am Ende echte Lebensqualität, und dafür kämpfen wir. Der andere Bereich ist der Strombereich, den der Herr Rock immer besonders gerne herausnimmt. Das ist übrigens für uns nur ein einzelner Aspekt in dem ganzen Klimaschutzbereich. Auch wenn Sie immer wieder das Gegenteil behaupten, ist das bei uns immer nur einer, aber ein wichtiger. Wir setzen auf Strom und Sonne. Das sind die kostengünstigen Formen an erneuerbaren Energien. Was die FDP immer nicht sagt, dass sie auf Kohlekraft setzt und damit weiterkommen will. Wir können gegenüber 1990 die Emissionen bundesweit um 86% im Strombereich sinken mit den erneuerbaren Energien. Das sind knapp 400 Millionen Tonnen. Auch wenn die FDP immer wieder sagt, das würde nicht zum Klimaschutz beitragen, ist das absolut das Gegenteil der Fall. Wir wollen in Hessen unseren Beitrag leisten. Wir haben ein ehrgeiziges Ziel. Wir wollen den Anteil in dieser Legislatur verdoppeln. Das ist übrigens ein Zwischenziel, Herr Rock. Hier haben wir ein ganz konkretes Ziel. Und auch im Klimaschutzkonzept haben wir eine Menge Zwischenziele. Wir wollen das 2020, 2025, 2030, 2040, 2050. Wenn Sie immer darüber reden, wir würden über 2050 reden. Im Gegensatz zu Ihnen haben wir uns Zwischenziele gesetzt. Das haben Sie immer verhindert in der Vergangenheit. Frau Dorn, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich würde jetzt gerne noch eine Reihe weiterer Handlungsfelder ausführen. Das schaffe ich nicht. Klar ist, wir schaffen die Klimaziele, wenn wir den Klimaschutz jetzt angehen. Damit andere folgen, muss Deutschland Vorreiter werden. Wir in Hessen haben, wie ich denke, eine besondere Verantwortung, weil wir sind wirtschaftsstark, wir sind bevölkerungsreich und wir haben eine Schlüsselrolle für den Verkehr. Wir nehmen diese Herausforderung an. Wir haben schon eine ganze Menge an wichtiger Maßnahmen für den Klimaschutz eingeleitet. Wir wollen diesen Weg weitergehen. Wir wollen sukzessive verbessern. Denn die Richtung stimmt, das Tempo noch nicht. Vielen Dank. Danke, Frau Dorn. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt vor. Damit ist die Regierungserklärung der hessischen Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz betreffend von Hessen nach Paris und zurück. Klimaschutz geht uns alle etwas an, entgegengenommen und besprochen.